Einen schönen guten Abend, lieber Ulrich. Ich freue mich, dass wir zwei hier zusammensitzen und einen wahrscheinlich sehr spannenden Abend haben werden. Das erwarte ich auch, Frank. Ja, so ein bisschen haben wir uns ja schon ausgetauscht und haben gemerkt, da ist Feuer drin. Lieber Ulrich, ich möchte dich ein bisschen vorstellen, soweit ich das kann und auch schon mitbekommen habe. Ist das okay für dich? Ja, natürlich. Hier sitzt er, bei mir der Ulrich Kramer, wahrscheinlich schon bekannt jetzt in der alternativen Szene. Er war schon bei einigen durch sein Mindwalking, Geistreisen, Geistwandern, könnte man das nennen. Da wird er uns einiges heute Abend dazu erzählen. Er hat Psychologie studiert, kennt sich also mit Statistik aus, mindestens. Hatte nach dem Studium das Gefühl, das langt mir noch nicht, das ist mir zu westlich, vielleicht auch zu weltlich, ganz vielleicht ein guter Versprecher, und hat es dann um östliches Wissen erweitert. Macht jetzt seit 30 Jahren Heilungssitzungen, auf denen er einen interessanten Beifang erwirtschaftete oder mitbekam. Dein Ziel war es eigentlich immer, Leute zu heilen mit einer speziellen Methode, die du entwickelt hast. Die möchte ich heute auch mit dir erörtern, dass du die erklärst, dass du auch die Technik erklärst, und wir kommen gegen Ende der wahrscheinlich lang des langen Zusammenseins heute auf sehr spektakuläre Aussagen von dir, Forschungen, die eine sehr mystische Vorzeit zeigen, die seltsame Urerinnerungen zeigen, die die ganze Weltgeschichte in Frage stellen und mehr. Kann man so ein bisschen zusammenfassen? Ja, das kann man. Bis auf eins, man darf bei Mindwalking nicht von Heilung sprechen. Das ist nicht das Ziel der Arbeit. Man würde ja auch bei Meditation nicht von Heilung sprechen, sondern von, sagen wir mal, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung, Selbstfindung und solche Sachen. Natürlich wird dadurch was heiler, aber wenn ich sage, Heilung, dann denken die Leute oft an körperliche Gebrechen oder an Geisteskrankheiten oder sowas. Und das ist hier nicht das Ziel der Arbeit. Das Ziel der Arbeit im weitesten Sinne ist Bewusstseinserweiterung, Erleuchtung, Persönlichkeitsentwicklung, Ui. Dimension des Geistes. Ja, ich hatte auch als ich mich so eingeschwungen habe auf unser Gespräch, kam mir so der Begriff Psychonauten in den Kopf. Ist es Das ist das? ein schönes Wort, ja. Das Okay. gefällt mir gut, ja. Also man Kannte ich noch nicht, aber ich würde es glatt anwenden. erkundet. Ja, ich bezeichne mich selbst als Psychonauten. Man erkundet sein Inneres, man erkundet die Bewusstseinsgedankenlandschaften, die da sind. Was mich heute das Gespräch sehr spannend erwarten lässt, ist, dass wir einen gemeinsamen, sagen wir mal, Urgrund haben, den wir bearbeiten. Das kollektive Bewusstsein würde ich es nennen. Ich habe es in den Jahren 99 bis 2006, 2007 vertieft getan mit Remote Viewing, das ist protokollgestützt. Und als ich deine Vorträge und anderen Interviews sah, gingen mir sehr oft die Augen über. Einmal hat es mich persönlich sehr berührt, wo ich mir dachte, der Mann spricht Wahrheit, mit dem musst du reden, weil das machen wir im Laufe der Zeit noch heute Abend. Zum Zweiten kamen mir viele Sachen bekannt vor aus dem Remote Viewing, die dazu Schnittmengen haben wir da scheinbar. Vielleicht erklärst du den Leuten erstmal, wenn ich von Mindwalking rede, vom Geistwandern, was du da eigentlich treibst. Auch wenn du es schon in anderen Interviews gemacht hast, ich hätte es sehr gerne hier im Kanal, sind ja auch viele andere Leute. Ausgangspunkt ist, dass jemand das Gefühl hat, dass das Leben nicht so ist, wie es sein soll. Also man hat Vorstellungen, dass es nicht so ist, wie man es gerne hätte. Also ist ein Wunsch nach Expansion gegeben oder eine Neugier nach anderen Dimensionen des Seins oder ein Gefühl, dass irgendwas nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte für einen. Und es geht also hier nicht um spezifische Krankheiten, geistige oder körperliche Art, sondern einfach darum, dass man das Gefühl hat, man steht nicht so genau da, wo man stehen sollte. Und das erhebt die Frage, was ist da los? Und dann haben wir in der Sitzung die Situation, dass wir einen Sitzungspartner haben,
Also das wäre in anderer Ausdrucksweise der Klient. Und der sitzt quer über den Tisch und ich sitze auf dieser Seite, ich bin der Sitzungsleiter und ich schreibe mit, was der Sitzungspartner sagt. Und außerdem haben wir, und das ist ganz wichtig beim Mindwalking, nicht immer, aber manchmal verwenden wir ein Spannungsmesser, weil an dem Spannungsmesser kann man sehen, ob jemand seine Wahrheit gefunden hat oder ob er es nur glaubt. Denn wenn einer glaubt, eine Wahrheit gefunden zu haben, dann ist er noch in einer Hochspannung und dann kann man noch weiter fragen, wo man es normalerweise nicht machen würde, wenn man ihn nur so sieht, weil er sieht ja ganz froh und glücklich aus und sagt, also das, die Sache mit den weißen Mäusen, die habe ich jetzt bewältigt und trotzdem habe ich einen hohen Spannungswert. Also sage ich, war da vielleicht noch was? Und dann sagt er, ich denke dauernd an Tiger. Und dann sind wir auf einmal von weißen Mäusen und Katzen, sind wir dann rüber zu Tigerreisen in Indien, wo er irgendwann mal gefressen wurde. Und dadurch entwickelt sich über das Nachfragen eine Eröffnung zu anderen Dimensionen. Und das ist eigentlich das, was wir beim Mindwalking nicht forcieren, aber eben immer wieder erleben, dass ein scheinbar offensichtlich oberflächliches Thema, wie etwa ich habe Angst vor weißen Mäusen, sich dahin entwickelt, dass es in Wirklichkeit um eine Tigerjagd in Indien ging, im kolonialen England in 1890, wo man gefressen wurde. Und dadurch wird er dann eine zwanghafte Handlungsweise oder zwanghafte Ängste oder sowas los. Oder er kommt auf zu einer Klarheit über seine eigene Identität, weil jetzt versteht er auf einmal, warum er so ein England-Fan ist und warum er die Literatur jener Zeit so liebt und wieso er total auf Tropenhelm steht und so weiter und so weiter. Also mit anderen Worten, wir kommen sehr schnell in vergangene Leben rein. Und diese vergangenen Leben bewirken, dass man sie unbewusst nachspielt, entweder in dem Sinn, dass man das vermeidet, oder in dem Sinn, dass man es sucht. Ich bin gleich fertig, aber das ist schon wichtig für meine Arbeitsweise. Wir wollen nicht in diese Sachen rein, wir wollen helfen, jemand seine existenzielle oder spirituelle Stabilität zu finden. Und dabei stoßen wir halt auf Sachen, die ziemlich abgefahren sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Kapitän der Titanic nehme, der könnte in diesem Leben entweder in eine zwanghafte Rettungsnummer reinfahren und sich verausgaben für die Seenotrettung, oder er könnte schauen, dass er möglichst weit vom Meer weglebt und in einer australischen Wüste in irgendeiner Hütte dahin vegetieren, damit er bloß kein Meer sieht. Also das sind dann Merkwürdigkeiten, die sich in dem Moment erklären, wo man sieht, auf welchem traumatischen Urerlebnis er festgefressen ist. Und damit sind wir beim Thema Karma, nämlich die Überbleibsel vergangener Taten, die nie vollständig bewältigt wurden, nämlich die deswegen in der Gegenwart einen zu bestimmten Replays, also Wiederholungen alter Filme verleiten. Und letzter Satz dazu, dieses Gespräch vollzieht sich in derselben Art, wie wir zwei jetzt miteinander reden. Da gibt es also keine Hypnose, da gibt es keine Rituale, keine Besonderheiten, sondern wenn du mir sagst, ich habe Angst vor weißen Mäusen, dann sage ich, erzähl mir doch mal ein Geschehnis, wo du Angst hast vor weißen Mäusen. Dann erzählst du mir so ein Geschehnis. Und dann kommst du immer weiter in tiefer liegende oder weiter weg sich befindliche Geschehnisse und irgendwann sagst du, ja, also ich habe nichts mehr zu sagen. Und dann sage ich, okay, könnte es sein, dass du vielleicht an was gedacht hast, was deiner Meinung nach mit dem Thema gar nichts zu tun hat und da hast du es also mal wegzensiert. Und dann sagt er, ja, ich denke dauernd an Dschungel und Tiger und so. Und dann sage ich nicht, das gehört nicht dazu und ich sage nicht, das bildest du dir nur ein, sondern ich sage, erzähl mir, was du siehst. Und dadurch kommen wir in diese andere Dimension rein. Und diese andere Dimension, die hat riesige Dimensionen ohne Ende. Und das wird dann von Leuten erlebt, die mit Science Fiction oder Esoterik oder alten Mythen nie was zu tun hatten. Die rutschen dann in den ersten 12, 15 Stunden in Sachen rein, wo sie mich dauernd fragen, Herr Kramer, das fantasiere ich doch jetzt aber, oder? Und ich sage, nein, nein, das spielt jetzt keine Rolle. Sie kriegen ein Bild und das Bild bewirkt, dass sie
sich gruseln, dass sie Schweiß auf der Stirn kriegen, dass sie Schmerzen im Ohrläppchen kriegen. Dieses Bild hat Power und deswegen gucken wir uns das jetzt an und die Frage, ob das Fantasie ist oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil das Bild hat Power und deswegen muss es weg. Und irgendwann mal hat der Sitzungspartner das dann entschärft und fühlt sich wohl und kann drüber lachen. Und dann hat er Erkenntnisse genommen über seine Vergangenheit, seine Identität. Oder, letzter Satz, er könnte herausfinden, dass er es sich angehängt hat von anderen Quellen. Denn wir können auch alle Pakete von anderen Leuten auf telepathische Weise aufschnappen und sie fälschlicherweise für die eigenen halten. Und das sind so die Dimensionen, in denen sich eine Sitzung abspielt, im Zeitraum von 10, 15, 18 Stunden in 3 Tagen. Das wird intensiv gemacht, die also nicht eine Viertelstunde, sondern es geht intensiv zu, von 9 bis 6 mit Pausen. Und nach 10, 12, 15 Stunden hat man dann seinen Durchbruch und dann ist die groß und man kann wieder nach Hause gehen. So ungefähr Tja, jetzt, funktioniert. ja, okay, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei so viel, also da sind sehr viele Steilvorlagen drin, wo wir einsteigen können tatsächlich jetzt, ja. Vielleicht machen wir es chronologisch. Was ich jetzt schon sehr interessant fand, dass du sagst, ein Grundgefühl treibt die Leute eigentlich zu dir, oder das hast du sehr oft als Gefühl, hier stimmt etwas nicht, oder jetzt meine Worte, wo bin ich hier gelandet? Genau. Ist ein Gefühl, das weiß ich aus meiner Kanalarbeit oder aus meiner Kindheit, das treibt unglaublich viele Menschen um. Und Oh da ja. ich ja jetzt auch schon ein bisschen was von dir weiß und der Arbeit und den Ergebnissen, möchte ich das nur einfach schon mal vorausstellen. Wo bin ich hier gelandet? Und dieses Gefühl, hier irgendwas stimmt hier nicht. Es sieht alles so normal aus, aber etwas in mir drin ist nagend und sagt, ist es aber nicht. Ja? Und wir lassen es einfach erstmal so stehen, glaube ich. Ja? Denn wir kommen noch drauf im Laufe der nächsten Zeit. Darf ich dir gleich eine Antwort dazu geben? Na Oder willst du gut. weiterführen? Na gut, aber ich vermute, es führt uns schon eine Stunde in die Zukunft von unserem Gespräch. Ich würde gerne langsam reingehen. Okay, alles klar, du möchtest keine Schocker. Ich ziehe mich also zurück und wir machen das jetzt ganz sanft. Ich glaube, ich wüsste sogar, was du antwortest. Was denn? Dass es ein Traumaplanet ist und aber das, nee, du hast mich schon. Dass das Nee, das möchte ich Energiefeld gar nicht drumrum und sagen. so weiter. Wenn jemand sagt, er fühlt sich hier nicht so am rechten Platz, dann hat er wahrscheinlich wörtlich recht, weil er gar nicht von hier ist, Ja, genau. sondern von anderswo gekommen ist. Und für mich ist eine der verwunderlichsten Entdeckungen gewesen. Ich bin ja aufgewachsen als braver, sagen wir mal, Buddhist oder asiatisch-philosophisch Orientierter, wo man ja Hunderttausende von vergangenen Leben gehabt haben muss. Und ich habe halt zu meiner Überraschung entdeckt, dass es Menschen gibt, die hier zum ersten Mal inkarniert sind. Und das sind genau die, die das Gefühl haben, sie sind an der falschen Adresse. Und von denen gibt es ungeheuer viele. Ja, ich möchte, wir kommen da drauf, natürlich werden wir das noch genau auseinandernehmen, ja. Ich möchte ergänzen und auch ein paar Schnittmengen schon wieder rausarbeiten jetzt hier. Auch beim Remote Viewing hast du zwei Beteiligte, einen Viewer und einen Monitor, einen Sitzungsleiter und einen Schauer. Der Viewer ist der Schauer, der geht auf Gedankenreise. Der Monitor leitet die Sitzung. Allerdings wird beim Remote Viewing ein Protokoll abgearbeitet, sklavisch abgearbeitet, und es ist auch Arbeit, tatsächlich abgearbeitet. Und man versucht dort Gedanken zu sondieren. Man teilt dort sehr restriktiv auf zwischen Einbildung, Fantasie und angenommenen Daten aus der Matrix. Ja? Nur mal, weil es noch interessant wird nachher. Ich finde bei dir sehr interessant, ich hätte das auch erfragt, dass es 18 Stunden sind, a intensiv 6 bis 9 Stunden an einem Tag. Das Nee, erinnert. nee, nee. Nee, nee, nee. An einem Tag 5 bis 6 höchstens. 5 bis 6. Ja. Und was ich vermute, rein jetzt aus meiner Erfahrung aus einem anderen Bereich, und da spielt heute ein bisschen die Musik, glaube ich, ist, dass irgendwann du den Verstand weich klopfst, dass du in andere Gefilde des Seins von den Leuten vortrittst. Ist das korrekt? So würde ich das nicht ausdrücken.
Schau, du hast ein Urerlebnis, nämlich du bist mal vom Tiger gefressen worden. Und jetzt, jedes Mal, wenn du eine Katze siehst oder eine Maus, weil die Maus könnte ja von der Katze gefressen werden, also beides erinnert dich an dein Erlebnis. Ja. Und deswegen ist jedes Mal, wenn du so eine Begegnung hast mit Katzen oder Mäusen, kommt dieses Urerlebnis zum Schwingen. Und wenn ich jetzt, wie in der Standardpsychotherapie, bloß eine Dreiviertelstunde pro Woche habe, dann kann das zwischen den zwei Sitzungen wieder blendend nachwachsen. Wenn ich aber intensiv dran gehe, dann hast du mir innerhalb von 3, 4 Stunden die Story deines Lebens erzählt, inklusive Kindesmissbrauch, Vergewaltigung und sonst was für ein Kram, wo du sonst Stunden dafür brauchst, weil wenn man intensiv dran bleibt, dann entspannen sich diese Dinge. Und dann, weil jetzt vordergründig nichts mehr ist, Genau. kann man zum Hintergrund gehen. Würde ich Richtig. dazwischen eine lange Pause machen, dann wird wieder was nachwachsen aus dem Vordergründigen. Für alle Remote-Viewer unter uns, EI wird abgearbeitet. Emotionale Interpretationen, das, was du unbedingt loswerden willst, was dich jetzt belastet und so weiter. Also da ist, gut, ich will jetzt auch nicht zu sehr immer diese Verwandtschaften, aber es fasziniert mich. Da sind sehr viele. Gut, du arbeitest mit Hautspannungsmessern, wahrscheinlich so wie bei den Lügendetektoren, ne? Wo der Hautwiderstand geht nach oben und zeigt an, da ist eine Reaktion im Menschen. Naja, so kompliziert ist es nicht wie ein Lügendetektor. Es ist wirklich eine einfache Spannungsskala zwischen so und so viel und so viel Ohm. Und da gibt es gewisse Richtwerte, wo man weiß, das ist der, sagen wir mal, die normale Alltagsspannung in der Bandbreite. Und wenn ich jetzt sage, gibt es da noch ein Erlebnis mit weißen Mäusen? Und dann steigt auf einmal die Spannung und du sagst, nö, da ist nichts. Dann weiß ich, dass du dich gerade gegen was sträubst. Und dann bin ich beharrlich und sage, guck doch nochmal genauer hin. Und dann sagt er, ja, ich weiß nicht, ich sehe jetzt auf einmal lauter so Bäume wie im Amazonas, aber das habe ich im Fernsehen gesehen. Nur kriege ich dadurch einen Ausschlag. Also weiß ich, Bäume am Amazonas, irgendwas ist da. Und dann sind wir auf einmal von den Bäumen am Amazonas, sind wir bei den Bäumen in Indien und beim Dschungel und dann wird es lebendig, sowohl auf dem Zeiger wie auch in der Emotionalität. Und da weiß man, jetzt sind wir in einem neuen Fahrwasser. Also dieser Übergang von angeblich ist da nichts und dann ist da doch was, da ist der sogenannte Mindwalker von großer Wichtigkeit, dieser Spannungsmesser. Geht auch Jetzt, ohne, dauert aber ein bisschen länger. okay, jetzt mache ich dann extra mal den Zweifler, ja, nehme die Position mal ein und sage zu dir, okay, du leitest Fantasiereisen, ist ja ganz nett. Und letztendlich für das Gehirn ist im Erleben ja sowieso immer alles real. Wissen wir von Spielfilmen, wenn wir uns die Hand davor tun und trotzdem ein bisschen schauen, weil es so gruselig ist, ja. Also fürs Gehirn ist alles Erlebte real. Es unterscheidet nicht. Kann es sein, dass du, oder was macht dich sicher, dass du es nicht einfach nur mit rein konstruierten Fantasiereisen zu tun hast? Weil die Menschen diese Reisen nicht wünschen, sondern man oft die emotionalen und somatischen Reaktionen, also körperliche Schmerzen, Angst, Panik, Tränenausbrüche ohne erkennbaren Grund in seinem Sitzungspartner sieht und dann sagt man, was für Bilder umgeben dich jetzt und dann tastet er sich langsam an diese Bilder ran. Und so ein guter Schauspieler ist der normale Mensch nicht, als dass er so eine Show machen könnte, ohne es zu wissen. Mit anderen Worten, die Leute werden regelrecht überwältigt von den Dingen, die da von hinten auf sie einstürzen. Und es ist ein Haufen Arbeit, das zu entschlüsseln, was da von hinten auf sie einstürzt. Bei einer Fantasiereise, ich meine, man denke an einen Schriftsteller, der eine Horror-Story schreibt oder eine Science-Fiction-Story, der weiß ja, was er tut. Und wenn der Stephen King, der hat ja nicht den Horror gehabt, während er schrieb, da hätte er nicht mehr schreiben können. Wenn ich mir einen Horror ausdenke, dann kann ich den aufschreiben. Aber wenn der Horror mich überfällt, dann ist das eine andere Sache. Plus, ich werde mich nicht gegen den Horror oder gegen die
Feen- und Elfen-Story, die mir da einfällt, da werde ich mich ja nicht wehren. Wenn aber der Spannungspegel hochgeht, während ich mich da rantaste, heißt es ja, dass ich gewaltig was abwehre. Und das würde ich nicht tun, wenn es eine kognitive Angelegenheit wäre. Wobei natürlich Albträume von uns auch nicht gewünscht sind und wir haben sie trotzdem. Ist das Ja, schon, vergleichbar? aber die denken wir uns ja auch nicht aus, die überfahren Genau, uns ja auch. die befallen uns auch. Genau, und in diesem Bereich sind wir nämlich. Wir sind in einem Bereich, wo wir, ja, dann setz, ja gut, sage ich halt meine Gedanken dazu, wo wir empfangende Wesen sind. Empfangende Wesen aus einem Geistesenergie-Bewusstseinsfeld, morphischen Feldern. Bekommen wir als Empfänger etwas ab, auf Resonanz basierend? Naja, auch. Ich meine, du hast natürlich persönliche Erinnerungen, die gibt's ja auch. Ja. Du hast eine Linie von Existenzen, sei es auf dieser Welt oder in anderen Welten oder in rein geistigen Welten, an die kann man sich erinnern. Das ist eine biografische Linie, wenn du so willst. Und dann hast du über Assoziation oder über telepathische Verbindung, hast du Verbindung zu anderen Wesen, mit denen du in Dialog treten kannst, nicht weil du das willst, sondern weil die sich melden. Oder du kommst auf Bilder und Stories, die aus dem kollektiven Bewusstsein abgezapft werden, von denen du ganz klar weißt, das habe ich nie erlebt, aber es überfällt dich halt. Bestes Beispiel ist, du gehst über den Friedhof und wenn du ein bisschen sensibel bist, kriegst du alle möglichen Bilder, weil sich das dir mitteilt, was da an mentalen Massen über den Gräbern hängt. Ja. Und wenn du Pech hast, kriegst du davon ein paar schlechte Träume. Ja. Und das hast du dir ja nicht ausgedacht oder gewollt. Das geschieht so nebenher. Ja, haben wir auch im Englischen Wort Ghost of Place, ne? Der Geist eines Platzes, eines Ja. Ortes. Wie kommt der zustande? Wie kommen Bewusstseinsfelder zustande? Könnten wir jetzt schon wieder da abtauchen? Ich glaube, wir tun das auch im Laufe des Abends noch oder bearbeiten das gleich. Ich Das weiß. sind ja nur ein paar Worte. Am besten Okay, bearbeitet man es gut, gleich. gut. Meine, wenn drei Leute miteinander Krach haben, dann schieben sie, produzieren sie Energie und schieben die gegeneinander und es wird ja nicht aufgelöst, weil sie Krach haben. Also schaffen wir, wenn man so will, ein Energiepaket miteinander. Also so, wenn ich eine Aufmerksamkeit richte, produziere ich Energie und diese Aufmerksamkeit ist ja gekoppelt mit Emotionen. Ich habe Zorn, ich habe Wut, ich habe Ärger. Und ich gucke mir den anderen an und der mich auch, und dann bleibt das in der Luft hängen. Und dann gehen wir auseinander und grollen. Und deswegen, weil wir grollen, bleibt das in der Luft hängen. Und dann kommt 3 Stunden später die Putzfrau rein und sagt, was war denn hier los? Und dann bleibt es an ihr hängen. Und dann haben wir noch einen vierten, der gar nicht beteiligt ist in dem Spiel drin. So, wir bauen sich kollektive Energiefelder auf. Und wenn ich mir so Sachen angucke, wie zum Beispiel Verdun, oder Stalingrad oder ein Flugzeugabsturz mit 350 Toten, dann bauen sich da Riesenfelder auf. Ich unterbreche dich mal, weil es wundert mich gerade. Ich habe vor 1, 2 Minuten habe ich Verdun aufgetippt hier nebenan in meinem Skript, weil ich dich dazu unbedingt was fragen wollte. Ich selbst bin sehr interessiert am Ersten wie auch Zweiten Weltkrieg. Das kommt von meiner Jugend her. Ich war sehr oft in Verdun. Die Frage an dich: Wie kann es sein, dass regelmäßig, wenn ich in Verdun bin, über die Schlachtfelder laufe? Und ich will damit nicht das, was du sagst, in Zweifel ziehen. Ich regelmäßig immer wieder einfach Harmonie, Glück, Frieden mitbekomme und nicht das, was logischerweise bei 700.000 Toten an dem Ort sein müsste. Und auch, ja, Grauen, Leid, Elend, Sehnsucht und so weiter. Hast du dafür irgendeine Erklärung? Ist eine persönliche Frage von Hast mir. du jetzt den Frieden oder hast du Grauen, Leid und Sehnsucht? Was Nö. von Ich beiden? laufe da drüber, hab Frieden. Frieden, Ruhe, Glück. Also, hast du dafür irgendeine Erklärung? Naja, das muss sich ja nicht tangieren, was da gelaufen ist. Ich Ich meine, bin nicht jeder ist empfänglich dafür. sehr interessiert dran und es ist Teil meines gesamten Seins. Soldatkrieg etc. und so. Naja, das ließe sich
nur rauskriegen über eine individuelle Sitzungsarbeit. Das kann ich dir Okay. so nicht beantworten. Okay. Gut, ich dachte, du Es hättest vielleicht ein Schema oder so oder ein ist Muster oder. eine, wenn man so will, konträre Reaktion. Denn wenn du ein dickfälliger Typ wärst, dann würde ich sagen, ja, kein Wunder, dass es dir nichts ausmacht, so dickfällig wie du bist. Aber wenn du dich als sensibel beschreibst und halt diese Sensibilität auch schon mal unter Beweis gestellt hast, in anderen Situationen, dann fragt man sich, wieso kriegt der den Horror nicht mit, der noch über diesen Soldatengräbel hängt. Es sei denn, man wäre so optimistisch zu sagen, ja, das wurde mittlerweile alles entsorgt, da gibt es nichts mehr, auch diese Möglichkeit besteht. Nee, die Zweifel. haben, nee, die haben ein Gebeinhaus da noch vor Ort und auch auf den Feldern ist überall vom Stacheldraht, wenn du ein bisschen. Ja, gut, da sind wir jetzt heute nicht. sehr interessant und das möchte ich gerade mal rausstellen bei deinen Ausführungen. Du unterscheidest also einmal zwischen der Objektwelt oder Materiewelt, zwischen den Gegenständen, die wir sehen, anfassen und zum Zweiten dahinter zwischen einer Energie- oder Ideenwelt, die auch fühlbar von uns ist, wahrnehmbar, aber nicht mit den fünf Sinnen dann zu erörtern. Sie ist wahrnehmbar in bildhafter Form und diese Bilder sind keine kalten, sterilen, intellektuellen Fabrikationen, sondern sie gehen einher mit starken Emotionen, mit starken körperlichen Schmerzen, mit starken Wiederholungen von Verhaltensweisen, natürlich nur momentan während der Sitzung. Und das ist alles nicht gespielt. Das heißt, wir nennen das Mentaldateien. Also wenn ich was erlebe, dann erlebe ich das von Anfang bis Ende und da drin stecken die Umstände, die Personen, die dabei waren, also die fünf Sinne, was ich mir gedacht habe, die Emotionen, dieses ganze Paket kann durch äußere Auslöser wachgerufen werden und dann fange ich auf einmal an, rumzuflippen und alle Leute um mich herum sagen, was ist mit dir los? Hier ist es doch ganz friedlich. Und ich sage, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Nur weil irgendein Auslöser mich gezündet hat oder etwas in mir gezündet hat, was aus einer vergangenen Zeit kommt. Das sind dann gefrorene Energien, wenn man so will, die blitzartig losgelöst werden. Und dann dramatisiert man, wie man das in der Psychologie nennt, man spielt einen alten Film nach, weiß aber gar nicht welchen. Und die Basis dessen wäre wieder Resonanz. Resonanz mit was? Du, ich, resonierst mit bestimmten Attributen der Geistfelder. Die Geistfelder haben ja, sagen wir mal, auf der einen Ebene, So, gliedern ja, wir es mal okay. auf, gliedern wir es ruhig mal auf. Sie haben auf der einen Ebene haben sie Informationsgehalte, bleiben wir bei Verdeur, Leid, wegen mir, Leid. Auf der anderen Ebene haben sie, sagen wir mal, eine Frequenz von niedrig schwingend bis hochschwingend. Sehr, Freude hat ja dann auch eine physische Schwingungsfrequenz. Ja? Und wo man da als Einzelner in Emotionen haben eine Resonanz ist, kann Frequenz. man auslesen. So würde ich es jetzt sagen. Naja, das ist ungefähr so, als hättest du eine Gitarre und gehst an einem Klavier vorbei und dann schwingt die Gitarre mit, weil das Klavier gerade gespielt wird. Und so teilen sich dir Dinge mit, weil du hast ja einen Energieleib und der schwingt und dann ist jemand anders traurig und du spürst das, obwohl du den nicht mal siehst, weil es eine telepathische Verbindung ist oder du denkst an deine Tante Clara in Australien und ihr wird es ganz komisch und du rufst da an und siehe da, die Tante Clara hat gerade ihre Katze verloren oder sowas und ist und weint und das teilt sich dir mit. Also diese Resonanzen, die gibt es zweifellos. Du fängst die Stimmung aufgrund deiner eigenen Bestimmung ein. Nicht unbedingt. Du bist einfach empfänglich. Und wenn du ein Herz für jemanden hast, dann ein Mitgefühl für jemanden hast, dann bist du natürlich für dessen Regungen Mitgefühl. offen. Oder aber, wenn du einen Horror vor jemand hast, dann bist du auch offen, weil durch die Vermeidungshaltung bist du natürlich ein du Das ist dann so eine Fernsehantenne, die du quasi nach außen richtest, indem du sagst, damit will ich nichts zu tun haben. Und dadurch hast du den Empfänger geschaffen, dass du überhaupt erst recht was damit zu tun bekommst.
Also Resonanz in beiden Fällen, entweder durch Liebe oder durch Ablehnung. Schön, dieser Ausdruck Mitgefühl, den du eben gebraucht hast, ja. Du fühlst mit. Du Ja, genau. kannst, genau, ja. Wir Wörtlich. sind etwas off-topic dabei, aber trotzdem die Frage an dich: Wie erklärst du dir, dass Liebende sich blind verstehen, dass sie das Mutter-Kind ein Verhältnis haben, die Mutter weiß, was dem Kind geschieht. In meiner eigenen Verwandtschaft, die Mutter weiß, was dem Sohn im Felde in Russland geschah. Sie spürt es. Ja. Wie erklärst du dir das? Naja, man denkt halt aneinander. Das ist eine Telepathie halt. Ja, genau. Und wie geht für Telepathie? Naja, indem ich an dich denke, produziere ich ja eine Aufmerksamkeit. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf dich. Das heißt aber nicht, dass da jetzt in gerader Linie irgendwelche Aufmerksamkeitsbrocken von mir zu dir fliegen. Sonst würde ich ja jeden Grashalm auf dem Weg von hier nach da auch sehen, sondern vielmehr produziere ich hier eine Aufmerksamkeitswolke, die sich dir aufsetzt und dann kriege ich mit, was mit dir los ist. Aber alles, was dazwischen ist, ist ein nicht lokales Phänomen, wie man das Nicht vorhin nennt. lokales Phänomen. Und dann kriege ich mit, was mit dir los ist. Und natürlich, wenn du jetzt mein Kind wärst, mein Sohn wärst und würdest gerade im Schützengraben kämpfst da gerade um und denkst als letzten Gedanken an die Mutter, und ich bin die Mutter oder der Vater, dann kommt das natürlich an bei mir. Und wenn es sich gleich ankommt, dann kommt es vielleicht am nächsten Tag an, weil man oft eine Weile braucht, bis man merkt, dass da was ist. Aber es kommt an. Das heißt, indem ich Aufmerksamkeit richte, schaffe ich eine non-lokale Kommunikationsbrücke. Ich hier, du da, dazwischen nichts, aber zwischen den beiden, wenn man so will, Aufmerksamkeit, Inseln, gibt es eine Brücke. Ich halte mal fest, weil es so interessant ist, einfach nebenbei, im Wissenschaftsweltbild fällt die Welt als Lichtstrahl in unser Auge. Im mittelalterlichen Weltbild wird sehr oft geredet vom bösen Blick. Auch der, dem wurde nachgesagt, er fokussiert und kann dann Energien übertragen. Du redest von, wenn ich dich richtig verstehe, von etwas Ähnlichem, nämlich davon, dass man Energien, Geistesenergien fokussieren kann auf einen anderen. Ne? Naja, sicher. Okay. Du kannst zum Beispiel jemanden verfluchen und dem was Böses wünschen und das funktioniert. Genauso kannst du dich auf jemanden einstellen, der dir lieb und wert ist und dem es gerade dreckig geht und kannst dem, indem du dessen Bilder und Belastungen siehst, ohne dass der das weiß, und sie durchgehst, kannst du dem eine Entlastung verschaffen. Das lässt sich ja objektiv nachweisen. Hört jemand ein und dann ruft er dich eine Stunde später an und sagt, hör mal, ich weiß nicht, was passiert ist, mir geht es auf einmal so gut. Vorher ging mir so dreckig und dann sagt man, ja gut, ich habe ein bisschen an dich gedacht und so, man ist ja ehrlich. Jedenfalls lassen sich diese Dinge belegen. Dafür gibt es in Mindwalking Dutzende von Beispielen, dass diese transpersonalen Verschränkungen an der Tagesordnung sind. Das ist also gar nichts Sensationelles. Man Nee. weiß nur nichts davon, weil man sich nicht dem genügend widmet oder weil man die Sensibilität sich nicht antrainiert hat. Okay. Ich halte mal fest, was wir gerade so erarbeitet haben. Einerseits sind Bewusstseins- oder morphische Felder nicht lokal. Wir reden auch von der Vernetzung, Verschränkung zwischen Menschen, auch zwischen Mensch und Tier, zwischen Lebendigem, sagen wir mal. Auf der anderen Seite sind sie lokal. Sind sie lokal? Verdun, ja, hast du, oder in einer Burg, in einer Kirche, ja. Ach Vielleicht, so, ja. insofern sie da rumhängen, meinst du? Ja, Ja. genau. Magst du da noch was zu sagen, warum das so sein kann, oder wollen wir weitergehen? Ja, weil die, stell dir vor, nehmen wir mal Verdun, da sind jetzt Leute zu Tode gekommen auf eine ganz schreckliche Weise und die haben dann ein neues Leben irgendwo in der Welt, muss ja nicht in Frankreich sein. Oder in dem früheren Heimatland. Und diese Leute werden natürlich dadurch, dass wir permanent
Literatur und Filme und YouTube haben. Die Leute werden natürlich ständig erinnert an Kriegsgeschehene, an historische Ereignisse. Und dann kocht im Hintergrund, ohne dass die das merken, so ein gewisser Prozentsatz von Aufmerksamkeit mit dem Etikett Verdun. Und all diese Leute haben also mehr oder weniger hauptsächlich unbewusst eine Aufmerksamkeit auf dieses Schlachtfeld. Und dadurch entsteht dort ein riesiges kollektiv geschaffenes Feld mit tausendfachen unterschiedlichen Inhalten. Und das ist bei Mindwalking eine ganz wichtige Aufgabe, die Bilder voneinander zu trennen. Wenn ich nämlich im Unterschied zu dir über Verdun gegangen bin und fühle mich hinterher nicht so gut und frage mich dann, was ist denn los mit mir? Und dann sieht man viele, viele Bilder von ganz unterschiedlichen Situationen, die ganz unterschiedliche Menschen erlebt haben. Und wenn man es fertig bringt, zu sagen, okay, du hast das erlebt, das mit der Granate, und du hast das erlebt, dass du verdurstet bist, und du hast das erlebt, dass du erschlagen worden bist. Und wenn man diese ganzen Geschehnisse sieht, als existent, ja, aber als nicht unbedingt von einem selbst erlebt oder von einer einzigen anderen Person erlebt, sondern die jeweiligen Urheber erspüren kann, dann lösen sich diese Felder auf. Man schafft also einen Trost und eine Beruhigung dadurch, dass man jemanden das bestätigt, was ihm geschehen ist, im Unterschied zu dem, der einen Meter daneben stand und der eine andere Wahrnehmungsposition dazu hat. Ja, ich weiß, ich kenne das. Es sind die riesigen Unterschiede wieder zwischen materieller, geistiger Welt. Jetzt sagt jeder so, ja, wahrscheinlich, aber ich will es nochmal rausarbeiten. Ein Krankenhaus zum Beispiel hat ein äußeres Antlitz und ein Krankenzimmer sieht vielleicht aus, beinahe wie das andere. Das ist symmetrisch mit Fluren, ja, darauf, das sehen wir in der Welt. Energetisch sieht dieses Krankenhaus komplett anders aus. Das ist die Summe der Erfahrung darin. Ich erlebte in RV-Sitzungen komischerweise auch oft, dass das gerade Aktuelle dominiert. Es flirrt umher, ja. Und dann hast du plötzlich von einem Krankenzimmer zum nächsten höchst unterschiedliche Stadien. Da ist ein Zimmer nicht wie das andere. Oder ein Supermarktparkplatz, der ist in unserer 3D-Welt, ist eine Betonfläche mit weißen Linien drauf. In der Energiewelt ist kein Fleck wie der andere und hat unterschiedliche Qualitäten, ja. Weil unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Erlebnisse hatten und diese Erlebnisse für sich selber nicht befriedet haben. Und dadurch, dass das Zeug immer noch in der Luft rumhängt und man sich hier dagegen wehrt, weil es ist ja immer was Schreckliches und das Schreckliche möchte man nicht nochmal in Erinnerung haben, also hält man es von sich, dadurch entsteht eine Spannung und deswegen bleibt das Feld am Platz bestehen, ob individuell ausgelöst oder von vielen. Ja, wobei, da möchte ich ein bisschen widersprechen, weil die positiven Felder gibt es ja auch. Also wo Liebende zum Beispiel sind, ja, merkt man es auch an der Harmonie zum Beispiel, ja. Allerdings, und das werden wir noch erarbeiten, denke ich, in unserem Gespräch, bin ich vollkommen mit dir, auf diesem Planeten sind die negativen Felder doch beherrschend, ja, sind viel mehr als die positiven, ja. Die positiven gibt es auch, und denen kann man sich hingeben, keine Frage. Aber gegen die negativen wehrt man sich und dadurch verstärkt man deren Einfluss. Der Druck verstärkt den Gegendruck, gell? Ja. Willst du da jetzt schon reingehen, wie man dann am besten damit umgeht? Wenn man es Man mit ab. liest die Bilder, man liest die Bilder ab, das ist alles. Das, was du nicht willst, siehst du ja nicht zur Gänze, sondern du siehst nur zunächst mal unscheinbare Details. Also bei unserem Beispiel von dem Mann, der vom Tiger gefressen wurde, der sieht halt irgendwelche Urwaldpflanzen, ja. Und dann sieht er irgendwelche Eingeborenen, die sehen irgendwie indisch aus. Und dann
gruselt es ihn auf einmal ganz furchtbar. Und dann hat er auf einmal das Gefühl, es kommt was von hinten, aber was denn? Und dann hat er auf einmal einen Schmerz in der rechten Schulter. Dann merkt er so langsam, er hat einen Tiger ihn gebissen. Also das ist eine Anschleicherei, die Stunden dauern kann. Weil man sich dem kompletten Horror nicht auf einen Schlag stellen kann. Wenn du das Pech hast, so ein Bild zu haben und nimmst dann irgendeine Droge oder gehst in irgendeine Vollhypnose rein, dann kann dich dieser Horror voll überfallen und das ist dann gar nicht gemütlich. Und wir arbeiten halt mit wacher und bewusster Erinnerung und dann geht das graduell, hobelt sich das ab und die Leute kommen dann im Lauf von einigen Stunden dazu, dass sie ein Horrorerlebnis mit einem Lächeln auf den Lippen in zwei, drei Sätzen erzählen können und sagen, tja, da hat mich wohl ein Tiger gefressen. Haha, ich hätte ein bisschen besser aufpassen müssen. Und das gilt als Endergebnis. Also in dem Moment, wo jemand erstens das Geschehen ist mit Leichtigkeit, nee, in dem Moment, wo jemand seine eigene Verantwortung dafür übernehmen kann, dass es geschah, denn dann kommt, ja, ich wusste, zu dem Zeitpunkt hätte ich eigentlich nicht in den Urwald sollen. Die ganzen Einheimischen haben mich gewarnt. Das sind die Tiger am wildesten zu dem Zeitpunkt. Und ich Blödmann bin da trotzdem rein. Guck an, jetzt haben sie mich gefressen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Verantwortung genommen habe für meinen Part, kann ich die Sache mit Leichtigkeit fahren lassen. Insofern ist die Mindwalkerei nicht nur ein, was ich sagen, passives Auflösen von Karma, sondern ein aktives Steigern von Verantwortungsgefühl und Ethik. Und das ist ganz wichtig für das weitere Wirken in der Welt. Ja, gut, gehen wir schon rein mal. Würdest du sagen, dass derjenige in den Mindwalking-Sitzungen deine Probanden frühere Leben erlebt? Seine Wusste eigenen ich nicht verstanden. früheren? Nochmal bitte. Nochmal. Würdest du sagen, dass dein Proband in deinen Mindwalking-Sitzungen seine eigenen früheren Inkarnationen erlebt? Seine eigenen In Ja, auch. Also Moment, ich möchte es lieber als Existenzen bezeichnen, weil Inkarnation ist ja ein Hineingehen in ein Fleisch, in einen Körper. Und Ja. vielleicht hat mein Proband nie vorher einen Körper gehabt, sondern ist da als Engelchen rumgegeistert. Oder kommt aus einer, nennen wir es mal, nichtmenschlichen Welt, anderen Körpern. Also Inkarnation klingt mir auf der Erde. Aber ja, an diese vergangenen Existenzformen kann man sich erinnern. Also du würdest aber schon sagen, es gibt eine klare Ich-Definition mit einer klaren Abgrenzung, die über verschiedene Planeten sonst oder verschiedene Leben auf der Erde dann mehrere Leben über die Zeit durchlebt. Ein fest definiertes Ich, ein abgegrenztes Ich. Auf jeden Fall. Okay. Es gibt ein spirituelles Sein, das nennen wir geistiges Wesen. Und dieses Wesen hat eine Identität und hat gewisse Sachen vor und hat sie versiebt. Und dadurch, dass sie versiebt hat, baut sich natürlich mit der Zeit ein Karma auf. Und eine Abwärtsspirale und ein Wiederholungszwang und hinterher sitzt man hier auf der Erde und sagt, wie konnte ich bloß hier je gelandet sein? Und das lässt sich rückverfolgen, denn wieder ein ziemlich steiler Satz, ursprünglich kommen wir alle aus derselben Urquelle und haben irgendeinen Urauftrag und da haben wir es nicht so ganz richtig gemacht, sonst wären wir nicht hier gelandet. Und Definitiv, ich bin voll bei dir. Diese Karma-Kette lässt sich aufarbeiten. Okay, ich bleib noch mal stur beim Ich-Begriff. Es wird ja auch in der fernöstlichen Lehre immer so schön gesagt, du bist der Tropfen des Ozeans. Ja? In den Attributen gottgleich, in der Quantität dann nicht, denn der Ozean, das große Ganze, in unseren Begriffen vielleicht das Gesamtbewusstseinsfeld, ja, wäre dann das Ganze und der Einzelne ein Tropfen. Jetzt steche ich mal mitten rein. Ja, ich will es nicht überstrapazieren, aber ich steche mal mitten rein. Ein Tropfen
erscheint uns als quantifizierbare Größe. Aber wenn sie in den Ozean geht, ist sie es nicht mehr. Ganz genau. Übertrage das auf den Ich-Begriff und auf unser, könnten wir nicht, konkret gefragt, könnten wir nicht alle immer aus einem Bewusstseinsfeld entspringen und dieses anzapfen und im Wege eines, Achtung, Identifizierungsprozesses ein Ich ausbilden? Ja, genau das meine ich, richtig. Ach so, okay. Ja, es hatte sich bei dir so angehört, als wärst du überzeugt, dass es ein klar abgetrenntes Ich gibt. Also ein, wie soll ich sagen, ein Tropfen in einer Plastikfolie drin dann oder so als Bild. Dazu kann man sich machen. Ja. Das Ja. ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Es ist Ja, eine, ja. es ist eine Identifikation mit zunehmend, wie soll ich sagen, materiellen oder soliden Zuständen und eine zunehmende Abgrenzung. Ich bin hier und da, du bist da. Das ist aber, das sind bereits niedere Existenzzustände. Im eigentlichen Sein gibt es keinen Unterschied. Aber in dem Moment, wo ich jetzt einen Job machen muss, dann brauche ich gewisse Parameter von ich bin hier und du bist da und jetzt schenke ich dir einen Kaffee ein. Und dann nutzt es wenig zu sagen, wir sind beide in Gott. Da kriegst du nämlich nie einen Kaffee. Also von daher muss man immer gucken, auf welcher Ebene man unterwegs ist. Ja. Ja, sehr schön. Okay, ja, gut, dann ich denke, das haben wir soweit bearbeitet, ja. Ich will nochmal, bevor ich dich, ich möchte dich auch gerne wieder länger reden lassen. Ich habe nur ein paar Fragen andauernd, wenn du redest, ja. Ich habe nicht viel zu sagen. Ach, das komm, ist komm, immer komm. Dasselbe. Doch, 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 nee, 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 nee. Ich weiß genau, du hast noch eine ganze Menge heute zu sagen. Gehen wir da mal rein. Wir sind immer noch im Grunde bei, wenn jetzt eine Mindwalking-Reise Fantasie ist, inwiefern sind dann Romane Romane? Inwiefern kann Vorgestelltes überhaupt fiktiv sein? Oder ist es immer ein Rück, ist Fantasie als solches immer ein Rückgreifen auf Erinnerungen, ist die Vorstellbarkeitsgrenze von uns Menschen so etwas wie eine Softwaregrenze, die, weißt du, das möglichst Denkbare, dass es in Wahrheit null Fantasie geben könnte? Das ist meine Auffassung auch. Ist eine Frage. Also tatsächlich würdest du auch ja sagen, ja. Ich denke, die meiste sogenannte Kreativität ist nichts anderes als ein Ausdruck von Wiederholung. Ein ästhetisch mehr oder weniger gut geleisteter Ausdruck von Wiederholung und nicht eine eigentlich wirkliche Neuerschaffung von irgendwas. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass Kepler war, also einen Roman schrieb von der Reise zum Mond. Und Ja, genau. da beschrieb er sogar Schwerelosigkeitsphänomene. Er konnte sich eindenken. Ah ja, das sage ich, was hat der Mann vor seiner Geburt alles erlebt? Also für mich sind das Erinnerungsbrocken, die jemand verarbeitet. Weißt du, es gibt ja den schönen Satz, alles Wissen ist Erinnerung. Der passt wie die Faust aufs Auge. Und vielleicht durchleben wir als Menschen, als Wesen, Erlebnisse auch zyklisch. Immer wieder dieselben, so Welle und Tal, Aufstieg und Fall. Geburt, Großwerden, Zerstörung, auch als kollektive Prozesse auf der Welt. Da kommen wir noch hin heute Abend, ne? Naja, wenn wir, das tun wir so lange, wie wir, ich meine, wir reden vom Wiederholungszwang im individuellen Sinn, in der zeitlichen Knappheit oder im kollektiven Sinn, in der zeitlichen Ausgebreitetheit. Aber wenn wir nicht diese Urerlebnisse aufspüren und handhaben, dann werden diese Wiederholungen immer weiterlaufen, unvermeidbar. Meinst du, es gibt so etwas wie eine Grundsoftware-Mensch-Installation? Wir sind jetzt bei Urerinnerungen, wir sind bei Archetypen. Wo kommen Archetypen her? Meinst du, wir kriegen sowas wie eine Software-Infiltration, wenn wir
hierher kommen? Ja, die Frage ist, also sag mal so, du bist ja als Mensch bist du ja drei. Du hast einen physischen Körper, du hast ein morphogenetisches Feld, was wir bei Mindwalking Vitalwesen nennen. Das hängt zusammen mit Lebewesen und Vitalenergie. Also eine Pflanze ist ein Lebewesen, ein Hund ist ein Lebewesen. Und dieses Vitalwesen existiert unabhängig von dem Pflanzen- oder Tierkörper oder menschlichen Körper. Und wenn du jetzt als unbescholtenes Geistwesen, der du gerade eben noch ein Engel warst, jetzt in einen Menschenkörper hineingeboren wirst, dann teilt sich dir natürlich über das Vitalwesen diese ganze Körperinformation wird mit und du benimmst dich auf einmal wie ein Mann oder wie eine Frau oder wie irgendwas dazwischen, weil du Informationspakete erbst. Und wenn du außerdem ein Karma hast, wenn du also von mir aus der große galaktische Krieger warst, ein total männlicher Typ bist und gerätst dann in den Frauenkörper, hast du Probleme, weil da gewisse Muster ablaufen, die halt phylogenetisch sind. Das heißt, dass du stammesgeschichtlich zusammengetragen sind und sich entwickelt haben. Und auf die Weise kriegst du so eine Art Menschenmatrix übergestülpt in dem Moment, wo du diesen Planeten betrittst. Gilt aber auch für jeden anderen Planeten. Ja, es gibt ja auch, ich greife zurück, es gibt ja den, man sagt immer, der Pflanzendeva, der Pflanzengeist, Genau, ja. Ja, zum richtig. Beispiel, ja. Das ist ein schönes Wort. Das ist das, was wir Vitalwesen nennen. Wir unterscheiden zwischen dem Hund, der da fröhlich rumrennt, und die Leute sagen dann, mein Hund ist ein frohes Lebewesen, aber sie sehen dann, gucken eigentlich auf den Körper. Man muss unterscheiden zwischen dem Körper und dem, was da Leben gibt und Leben verwaltet. Und das ist dieses Vitalwesen, morphogenetische Feld oder Deva, wie auch immer. Diese Unterscheidung ist wichtig. Und die kriegen wir nebenher serviert, wenn wir hier inkarnieren. Mit einem anderen YouTuber zusammen knaubeln wir seit Wochen und tragen zusammen an folgender Frage, die ich dir jetzt auch nochmal im Wege unseres Gesprächs, sie passt gerade nebenbei, stelle. Meinst du, wir Menschen passen hier in diese Welt? Das kommt darauf an, was du unter Mensch verstehst. Wenn du sagst, wir Geistwesen, die wir von anderen Welten kommen, passen wir auf diese Welt. Oder die biologischen Gebinde, die hier rumlaufen, passen in diese Welt. Also was meinst du jetzt? Beantworte beides. Nimm erstmal die Geistwesen, die so besoffen voll Liebe im, sagen wir mal, Universum rumtorkeln und dann hier mit dem Fallschirm landen. Und dann nimm mal den Mensch in seiner Grundkonstellation, der hier auf Erden waltet. Na gut, das lässt sich sehr leicht historisch beantworten, sowohl erdhistorisch wie auch individualhistorisch. Die meisten Mindwalking-Kunden kommen vom Himmel sozusagen. Das heißt, sie sind unterwegs mit einem Auftrag, hier Frieden zu schaffen. Sie sind in einer spirituellen Hilfsmission hier. Zum Beispiel die großen Genies in Wissenschaft und Wirtschaft und Kunst, ob das jetzt Michelangelo ist oder Gauss oder Tesla oder diese ganzen Leute, die haben ihr Leben, oder Bach, die haben ihr Wissen nicht aus einer Vorinkarnation, sondern die kommen hier runter mit was, das ist total innovativ. Und das sind halt Entwicklungshelfer. Und die kommen hier runter mit den besten Absichten. Und auf dem Weg herunter geraten sie dann in Störfelder, die sind in meinen Büchern sehr genau beschrieben. Und dann hat man das Gefühl, man geriet durch eine Waschmaschine oder durch einen Pudel und wird dabei befrachtet mit dem ganzen, auf Deutsch gesagt, scheiß Karma der letzten paar 10.000 Jahre. Und das ist der erste Stempel, den man kriegt und man ist nicht mehr so ganz bei sich. Und dann verwirbelt es einen in so einen Körper rein und dann kriegt man auch den vitalenergetischen Stempel. Und dann ist man nicht mehr der, der man gerade vorher noch mit seinen ganzen guten Absichten und Friedensmissionen war. So, und in dem Zustand der relativen Unbewusstheit
macht man denn noch mehr oder weniger, für was man unterwegs war, siehe Tesla, siehe Einstein, siehe Michelangelo und so weiter. Aber mit fortlaufenden Inkarnationen wird es dann immer enger und immer weniger, immer dünner. Inkarnation macht dumm, weil mit jedem Tod ist das Päckchen ein bisschen größer geworden. Wenn man nichts dafür tun konnte, das aufzuhellen, dann wird man ja mit jeder Inkarnation schwerer und begrenzter und dümmer. Und auf diese Weise wird man im Laufe der Zeit ein richtiger Mensch. Und dann weiß man nicht mehr, was der ganze Krempel soll. Und benimmt sich dann halt so, wie es in der Zeitung steht, jeden Tag oder wie in der Nachricht steht. Spielt jeden Mord und Totschlag nach, macht jede Zerstörung mit, macht jede Ausnutzung mit von Mensch und Tier und Pflanze, die man machen kann, weil diese ganzen Zerstörungsmuster halt in unsere kollektiven Erinnerungen angelegt sind. Müssen Das wir ist das. nachher richtig rausarbeiten, dieses Thema mit den kollektiven Erinnerungen. Ich möchte ergänzen, also als Himmelswesen, ja, rein und voller Auftrag und bereit, all seine Liebe in die Welt zu geben, um hier zum Guten zu wirken, ja. Dann kommt man hier erstmal auf die Welt, dann kriegt man erstmal ein Stück weit Welt ab und ein Stück weit von dieser Dimension. Dann fragt man sich schon mal, wo bin ich denn hier gelandet? Ist so kalt und gar nicht mehr von Liebe besoffen ist man. Und dann kommt noch dazu so Sachen wie, das wollte ich eigentlich ergänzen, Epigenetik, die da mit drauf, also würde ich jetzt sagen, sag mir, was du drüber denkst. Die Epigenetik, deine Familienhistorie, persönliche Probleme oder persönliche, ja, kann schon mit einer Behinderung am Körper anfangen. Und ein bestimmter Charakter, der dir vielleicht über deine Zeugung mitgegeben wird, und das alles engt den Raum der Möglichkeiten noch weiter ein. Würdest du das auch so sehen, oder? Ja, dem kann ich nur zustimmen. Okay, Das hätte jetzt sein können, dass du auch eine stimmt. andere Weltsicht drauf hast oder sowas. Okay, gut. Wenn ich dich so reden höre, und ich könnte jetzt nicht, ich will dir, kann dir nicht aus vollem Herzen widersprechen, was ein Problem ist, dann ist jede Inkarnation das Angebot, aus dem Weg der Mitte herauszukommen, sich ständig links und rechts in Dualitäten zu verfangen und einen Schlingerkurs zu fahren, ja? Es im nächsten Leben besser zu machen, weil man ein Extrem gewählt hat. Und so schlingert man dann durch die Inkarnation und lädt sich immer mehr Karma auf. Und ja, du sagst dann vollkommen richtig, erst dadurch wird man zum Mensch. Inkarnation macht dumm. Meine Frage, ist das nicht ein äußerst sarkastisches Weltbild, auch mit schwarzen, gemeinem schwarzen Humor drin dann, was unsere Erde, wir durchleiden das doch alles hier angeht. Also da müssen wir nach dem Schöpfer fragen, wie ist denn der drauf? Der kann ja da nichts dafür. Das sind ja wir, die den Mist machen, nicht der Schöpfer. Aber ein allmächtiger Schöpfer muss wissen, was er da auf die Carrera-Bahn bringt. Moment, also damit kommen wir auf ein anderes Thema. Okay, ja. Allmächtig ist ja kein Herr mit dem weißen Bart, sondern das Allbewusstsein oder das absolute Bewusstsein, aus dem heraus sich wir uns individuell abspalten und dabei aber die Brücke dorthin vergessen. Diese Abspaltung bewirkt, dass wir den Scheiß machen, den wir machen. Dafür kann das große Bewusstsein nichts. Das ist unser eigenes Tun. Aber du sagtest im Zusammenhang, ich habe den Faden verloren, den du vorhin angeboten hast. Okay, welchen hatte ich? Ich hatte die Epigenetik und ich hatte die Inkarnation aus Weg aus der Mitte. Inkarnation macht dumm. Und dann den Sarkasmus quasi. Ach Das war die. so, das ist dieser in diesem Satz, Inkarnation macht dumm, ist wirklich ein Sarkasmus drin. Auf der anderen Seite ist Inkarnation natürlich eine Chance. Gut, Inkarnation ist keine Chance, aber man kann die Inkarnation benutzen, um sich religiös zu betätigen, also religiös im Sinne von Rückbindung an die eigene Herkunft. Und dafür bieten ja seit es Menschen gibt, bieten ja religiöse Disziplinen irgendwelche Techniken an, damit man in einen ekstatischen Zustand, also Ekstase ist ja der Zustand außerhalb griechisch, ja, damit man in eine Ekstase kommt aus diesem
was du vorhin genannt hast, mit Blick auf die eine Seite, mit Blick auf die andere Seite, man muss das in der Hauptlinie halten und man sollte quasi über den Dingen stehen, seinen Weg gehen. Und dazu gibt es religiöse Techniken. Ich meine jetzt nicht Ideologie als Religion, sondern Techniken der Rückbindung. Und damit kann man sich aus der Abwärtsspirale rausholen. Ja, aber ich sage jetzt mal einen Abersatz, aber die Grundkonstellation auf diesem Planeten ist ja, das erarbeiten wir auch noch, ist ja äußerst verführend. Ist ein einziges Angebot, sich zu verfangen. Na gut, das liegt daran, dass wir kollektiv eine Traumatisierungen speichern, wo der nächstfolgende, wenn er die anzapft, kaum anders kann, als verrückt zu spielen. Wenn ich zum Beispiel mir angucke, wie viele, in USA gibt es fast jeden Tag eine Massenerschießung, also Massen im Sinne von, dass einer zwei, drei Leute schießt oder 20, 30, habe ich gestern in einem sehr ernstzunehmenden Blatt gelesen. Das heißt, und was wir da immer mehr an Terrormorden mitkriegen, meiner Ansicht nach heißt das, dass die Wand immer dünner wird und die Leute nicht die Kraft haben, sich gegen diese Dinge zu halten Wow, interessante Sichtweise. und Wow, interessant. Dinge traumatisieren, die sich ihnen per Resonanz telepathisch mitteilen. Klar. Wir haben immer Kriege gehabt, aber die Kriege damals, da ist der eine hinter dem anderen hergerannt mit dem Stock oder mit dem Knüppel und dann gab es halt Tote. Aber was wir heute zustande bringen, in kürzester Zeit, Zehntausende von Toten, das gab es vorher nie. Das heißt, wir schaffen hier mehr Unglück, als wir selbst als die tollsten Star-Meditierer für andere erledigen könnten, Du ausrufen könnten. meinst, verstehe ich dich richtig, in gewisser Weise unsere Eigenstabilität nimmt immer weiter ab und wir sind dem Geist-Planeten-Traumafeld immer weiter ausgeliefert, weil unsere, wie hast du es genannt, unsere, was geht zurück, unsere. Ja, du könntest es biologisch betrachten als ein Rückgang der Immunität. Ja. Und Wow, jede was ein Bakterie, Thema. jeder Virus hat auf einmal leichtes Spiel mit dir. Das Und es gibt erinnert ein quasi. bisschen an Massenwahn, ne? Das ist ein sehr interessantes Thema. Also hätten Ja, wir jetzt auch okay. dann politische Erscheinungen in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten, wo ein Massenwahn Raum bricht, eigenes Denken nicht mehr da ist. Das wäre auch Ganz genau. mentale Immunität dann. Da gehe ich in eine Dramatisierung rein, die, guck dir mal Lynching an, ja, oder guck dir ein Pogrom an. Da ist auf einmal ein gemeinsames Wollen, was einfach nur Blut will. Und dann spielen die Leute auf eine Weise verrückt und dann weiß man, dass. Das hat mit Rationalität nichts zu tun, sondern die spielen die Hexenverfolgung von damals nach und in Hexenverfolgung von damals haben sie die Verfolgung von früher und so weiter und so weiter. Und das sind kollektive Felder, die halt aufgeräumt gehören. Diesbezüglich erleben wir beim Mindwalking sehr viel und wir lösen da auch mächtig viel auf, aber es braucht schon ein paar mehr. Also wenn es so viele Mindwalker gibt, wie es Psychologen gibt auf der Welt, dann hätten wir eine Chance. Denn das kann man abbauen, das ist keine Frage. Ja, genau, was du beschreibst mit all dem, was du sagst, ist eigentlich ein Ort, der Traumafelder aufstapelt. Ja, ganz genau. Und die kann man orten und sichten und entladen. Und zwar auch, wenn man sie nicht selbst sie erlebt hat. Denn sie teilen sich einem ja mit. Und der einzige Grund, warum ich Mindwalking überhaupt mache seit Jahrzehnten, ist, weil es eine transpersonale Wirkung hat. Wenn das nur dafür wäre, Okay. dass ein Individuum sich ein bisschen happier fühlt, das wäre für mich keine Option. Da würde ich lieber Straßenbahnschaften spielen oder sowas. Nichts gegen Straßenmannschaften, aber das wäre ein einfacher, überschaubarer Job. Aber dadurch, dass ich sehe, und das kann man belegen, ich schreibe das in meinen Büchern gelegentlich, dass eine Sitzung mit einer Person
positiv rüberschlägt zu anderen Personen, dass es also transpersonale Effekte gibt. Und dass es auch im, nennen wir es mal, extraterrestrischen, also außerhalb der erdempfindlichen Raum, transpersonale Erscheinungen gibt. Das lässt sich belegen. Und darin sehe ich eine Chance, auch wenn ich persönlich mit meinen paar Leuten, mit denen ich arbeite, immer natürlich nicht die Mächtigkeit habe, um da im Handumdrehen was zu drehen. Aber methodisch geht das. Im Grunde ist es doch der Weg von überwinde dich selbst, heile dich selbst, bringe dein Inneres in Ordnung, wenn du die Welt in Ordnung bringen willst. Das steckt doch als Methodik dahinter, ne? Ja, der Kernsatz, der mir heilig ist, indem du anderen hilfst, hilfst du dir selbst. Indem du dir selbst hilfst, hilfst du anderen. Indem du dir selbst hilfst, anderen. Also so oder so. Ach so, okay. Also wirklich beide Richtungen, ja. Okay. Richtig, ja. Ich meine, wenn ich in eine Sitzung gehe und habe das Thema, ich bin zu klein. Ich schaffe es nicht, ich bin zu klein, ich krieg's nicht gebacken. Also das ist so eine Selbstbegrenzung. Und dann kann es mir geschehen, dass ich in der Sitzung eine telepathische Vertragung kriege mit einem Wesen, das sich mir angehängt hat, das sich zu klein und hässlich fühlt. Und indem ich diesem Wesen dann helfe, sein Urtrauma zu bewältigen, werde ich freier, nämlich von ihm, und er wird freier für sich selbst. Die meisten Materialisten würden ja jetzt sagen, das ist einfach Spinnerei. Ich will das einfach extra nochmal sagen. Auf der anderen Seite bedeutet es, und ich bin bei dir, es können sich natürlich Wesen bei uns einnisten oder annisten oder Energie saugen, alles das gibt es. Das heißt aber für die Zuseher gesagt auch, die Welt, die sie draußen sehen, ist mitnichten die Welt, in der sie leben. Ja, wir leben in einer telepathischen Suppe. Und das nimmt man normalerweise nicht wahr, weil man über die fünf Sinne so starke Erlebnisse hat, dass man nicht spürt, was sonst noch alles da herumgeistert. Gibt aber sensible Menschen, die sehen Pflanzengeister, die sehen, man sagt ja Katzen nach, sie sehen die Spukgestalten in alten Häusern, gibt Menschen, die sehen das auch. Mit anderen Worten, ja, es gibt diese andere Welt, nur man muss es lernen, sie wahrzunehmen. Ja, ich sage ja immer, dass mit der Aufklärung, mit dem Wissenschaftsweltbild, mit dem Evidenzglauben, wird für uns so eine Art Gedankenknast geschaffen, ja. so ein Mentalgefängnis, das sich selbst bestätigt im Inneren, wo man dann aber auch nicht mehr rauskommt. Also man ist ganz gut haltbar und zischbar vielleicht auch, wenn man es jetzt ganz böse wollte. Ja. Naja, wir leben in einer Welt, die sich durch materielle Erfolge bestätigen muss. Also ist jede Wissenschaft gut und richtig, die diese materielle Erfolge herbeiführt. Dass es vielleicht noch eine andere Dimension gibt, ist nicht interessant, weil es ist wirtschaftlich kein Faktor. Damit umreißen wir aber wirklich eine erbärmliche Lebensexistenz hier. Also mit dem, ja, was du sagst, ist es erbärmlich dann, ja. Leider so. Ich meine, wenn man sich anguckt, was die Völker der Vergangenheit oft für eine Weisheit hatten, die sich über Mythen und Legenden und Symbole ausdrückte, aber in der Praxis dazu führte, dass Heilungen möglich waren oder dass zum Beispiel das ganze Feng Shui, also die Platzierung von Gebäuden an der richtigen Stelle, das ist, setzt ja voraus eine Empfindung für Schwingungen, für Strömungen und diese ganzen Sachen. Und heute macht es halt der Architekt mit dem Metermaß. Und da wird nicht auf die Strömungen und Schwingungen geguckt. Nee, aber es ist kostenoptimiert dann. Eine Reduzierung, da würde ich dir recht geben. Ja, Ulrich, aber der Architekt heute, der macht es dann kostenoptimiert und gewinnmaximiert. Ja, muss er, redet man mit dem Architekten, der sagt, ich würde ganz anders bauen, wenn ich dürfte. Ja, klar. Aber interessant, was du da ansprichst, diese,
Diese Feinsinnigkeit, die sich erschließt, wenn man nur ein Thema wie Feng Shui jetzt mal kurz bedenkt. Das Ja. ist Voraussetzung dafür, dass ich ein Haus energetisch richtig Ja. oder vitalisierend an den Ort setze. Genau. Feinsinnigkeit, gell? Ja. Gut. Ein anderes Beispiel, wenn ich das gerade einwerfen darf, Gern. weil es passt hier. Wir glauben immer, wir sind identifiziert mit unseren Sinnen, sagte ich vorhin, und Ja. wir gucken aus den Augen. Und nun ist in den Erinnerungen, die wir bearbeiten, in den Sitzungen, immer offensichtlich, dass die Leute sich von außen sehen. Und wir, wenn wir in einem außerkörperlichen Zustand sind und hier rumlaufen, bemerken das gar nicht, weil wir durch unsere physischen Sinne so an unsere Umgebung drangebunden sind. Aber wenn jetzt jemand einen Unfall hat, dann springt er aus dem Körper raus und sieht die ganze Geschichte von oben, begleitet den Krankenwagen von oben, hört und sieht, was die Ärzte sagen, lässt sich alles hinterher. Zum Thema Evidenz bin ich total dafür. Man soll Sachen belegen können. Das lässt sich alles belegen. Aber wir haben nicht selbstverständlich die Sensibilität zu bemerken, dass wir gerade außerhalb des Körpers sind oder mal drin sind. Kann man üben, ja. Mittlerweile gibt es sogar Schulungen dafür. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Dass halt Kinder mit Blindbrillen Fahrrad fahren und so weiter und Slalom und so. Und es wird dann mit irgendwelchen bulkigen Gehirntheorien erklärt, dass man einfach sagt, er ist außerhalb des Körpers und steuert jetzt von da. Zum Beispiel, ich habe Aikido gemacht, ich habe mit Aikido-Leuten Sitzungen gemacht, ich habe mit Fußballern Sitzungen gemacht. Die steuern das alles von außen, weil das kannst du von innerhalb des Körpers gar nicht hinkriegen, wie soll ich sagen, vielzähligen Einflussfaktoren, die da auf dich einströmen in so einem Fußballspiel oder in einem Aikido-Mengenkampf. Das heißt, wir sind viel spiritueller, als uns auffällt. Ich mach Sendung. Ist auch für mich sehr abenteuerlich, denn ich kenne jetzt die Welt des RV ganz gut, möchte ich sagen, habe dein Mindwalking, aber es gibt auch, oder lerne dein Mindwalking gerade kennen, so von außen, aber wir haben dann wieder die beiden Verschränkungen zu Out-of-Body-Erlebnissen, weißt du, zu OBEs. Da gibt es dann wieder Knüpfpunkte, ja. Und na klar, kannst du außerhalb von deinem Körper sein, ja. Logo. Ja. Und auch das ist den Zuhörern als Übung anempfohlen. Die können ruhig mal ganz, ganz einfach, wenn sie das möchten, Gedankenreisen machen zu anderen Personen, Menschen und sich dann abgleichen. Hat er das Licht angehabt? Wo war er? In welchem Zimmer? Übung macht den Meister. Und es ist mitnichten so, dass nur Einbildungen oder Fantasien dabei. Man denkt das, es ist schwierig, es ist auch zu sondieren, aber es ist mehr als Einbildungen. Ne? Es gibt dann auch noch bestimmte Techniken und so. Gut, da wissen andere besser Bescheid. Wolltest du noch was zu OBEs sagen oder so? Oder warst du damit? Nö, ich will nur sagen, man kann es lernen, zu merken, wann man sich von außen sieht. Die meiste Zeit ist man ein paar Schritte außerhalb seiner selbst. Merkt man es nicht und das kann man halt einüben. Ich weiß noch, wie ich als Kind zum Beispiel mal im Bett lag, weißt du, und auf einmal habe ich mich von oben gesehen. Das Typische, was du sagst, immer dann von oben auch, ne? Also ich konnte mich genau sehen, den Körper, also den Körper genau betrachten, war aber damals, glaube ich, schon so erdenverhaftet, verhaftet, dass ich furchtbar erschrocken war aufgrund dieser Bilokation. Ja. Es war mir völlig unheimlich und zack war ich drin wieder. Das ist dann ein Ding. Ich gebe da auch ein Beispiel für meine Mutter, als die starb. Das zog sich eine Weile hin und war nicht besonders schön, aber sie war die ganze Zeit bei klarem Bewusstsein. Und sie sagte, das hat doch alles keinen Sinn, ich wollte, ich könnte sterben. Und dann sagte ich, ja, und? Ja, aber da weiß man doch nicht, was dann kommt. Und dann sagt sie auf der anderen Seite, ja, aber dann fressen einen die Würmer. Und dann sage ich, hör mal, wenn ich die Würmer fresse, kannst du auch sterben, das ist alles in Ordnung.
Und da sagt sie, nee, nee, man weiß ja nicht, was kommt. Da ist diese Angst. Und dann sagt sie eines Tages, ja, ich liege da im Bett und sehe mich von oben. Und dann sage ich, na, siehst du, dann brauchst du keine Gedanken machen. Nee, 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 nee. Das ist mir alles zu gefährlich, ich bin doch kein Yogi. Also das mit dem Tod, das ist mir unheimlich. Verstehst du, also die Bindung an den Körper ist so stark, dass selbst wenn man solche Erlebnisse hat, dass man sich im Bett liegen von oben sieht, das leugnet aus, möchte ich mal sagen, kultureller Gewohnheit heraus. Das kriegst du ja jetzt in dieser Kultur nicht bestärkt, dass sowas Genau. möglich ist. Ich kriege auch so eine ganze Menge Post und in den letzten Wochen war ein sehr interessantes E-Mail dabei von einer Frau, die die letzten Tage ihres atheistisch geprägten Mannes schilderte. Ich sage das jetzt, weil wohl auch die Wahrnehmung, wenn man sich dem Tode nähert, in einer Art Zellerinnerung, Zellgedächtnis sich auch aufweitet und diese Kulturgrenzen aufsprengt. Auf jeden Fall erzählte sie, dass ihr Mann, der jetzt nie religiös oder so etwas war, 3 Tage oder 2 Tage vor ihrem Tod sagte: Hör mal zu, ich sehe dich hier ganz klar, ich kann auch mit dir reden, aber hier im Zimmer sind andere Wesen. Hier sind Geistwesen mittlerweile, die sehe ich genauso wie dich. Ja. Und es war jetzt kein Spinner, der war nicht unter Drogen, gar nichts. Sie hat es mir auch geschildert in dem E-Mail als klaren Hinweis, dass sich seine Wahrnehmung geweitet hat, das Jenseits klopft dann. Ja, es, Jenseits, ja? Du willst Das was gibt sagen, oder? es bei der Sterbebegleitung sehr häufig, dass Ja. sich eine andere Wahrnehmung einstellt, die der Betreffende dann auch nicht leugnet, sondern Genau, als sagt. eine neue Dimension betrachtet. Ja, ich finde es ein ganz tolles Gespräch. Ich genieße es sehr. Ich hoffe, dir geht es ähnlich. Ja. Ja, du stellst tolle Fragen, das gefällt mir. Danke, freut mich. Du antwortest auch gut. Also ergänzt sich. Ja. Sollten wir zu Technik oder Funktion von Mindwalking noch etwas sagen? Ich habe den Eindruck, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen wenig reingefragt. Du machst lange Sitzungen, du machst. Vielleicht für den Zuhörer ist es vielleicht noch ein Hinweis, dass der, ach ja, doch, das sollte man sagen. Mindwalking ist nicht eine Sache, die sich in einem Durchgang von 3 Tagen von 15 oder 18 Stunden erschöpft, sondern da wird man zwar ein Thema los oder ein Brocken los, aber dann nach ein paar Wochen oder Monaten fällt einem das nächste auf und dann wäre die nächste Sitzung dran. Auf die Weise hat man eine kontinuierliche Erweiterung und das kann natürlich kein Mensch bezahlen. Deswegen schulen wir die Interessenten auf Solo ein, damit sie ihre Sitzungen allein durchführen können. Dazu benutzen sie dann auch den Mindwalker. Und dann haben sie ihre Themen und verfolgen diese Themen im Sinne der Entlastung und Erweiterung bis zum jeweiligen Endergebnis. Und das wird supervisiert über E-Mail-Anhänge. Das heißt, sie schreiben ihre Sitzung auf, reichen sie ein. Der Supervisor macht es am selbigen Abend noch, falls die am nächsten Tag ihre Sitzung machen wollen, so dass die Sitzung immer begleitet ist durch einen, nennen wir es mal Beisitzer, der in dem Fall natürlich über den Sitzungsbericht und seine Kommentare wirkt, nicht persönlich. Das heißt, die Idee ist nicht, dass man einen Kunden an sich bindet und ihm das Geld aus der Tasche holt, sondern dass man sie möglichst bald überflüssig macht, beziehungsweise den Kunden unabhängig. Und diese Solo-Arbeit kann sich hinziehen mit zunehmender Erweiterung und Subtilität der Eindrücke über Jahrzehnte. Ich meine, ich mache das jetzt seit 40 Jahren Ja, und wollte ich ich auch noch mal sagen. Ja, genau. staune immer noch. Ich mache jetzt keine Sitzung, weil ich große Probleme habe, aber manchmal hat man so seine Fragen. Wieso ist denn das und das eigentlich so und so? Und geht dann damit mit dieser Fragestellung und hat dann Erhellungen und staunt dann. Und was nochmal zu deinen Fantasiereisen, was dann beruhigt und befriedigt, ist der Umstand, dass andere das auch erleben, ohne dass man sich abgesprochen hat.
Mit anderen Worten, es gibt eine Intersubjektivität. Du subjektiv, ich subjektiv und wir vergleichen und siehe da, das ist alles sehr ähnlich. Und wenn jetzt Dutzende und Dutzende und Dutzende von Leuten über Jahre und Jahre immer wieder Ähnlichkeiten haben, dann hat man so langsam, kommt man nicht mehr drum herum zu sagen, da ist eine Gegebenheit, an der man nicht vorbeikommt. Da ist eine Ursuppe, aus der wir alle löffeln. Ja, oder ein Geschehen ist, ein zentrales Geschehen ist, also von mir aus. Da kommen wir hin. Wir kommen da hin. Wir kommen dahin, Ulrich. Lass mich nochmal sagen, wie viele Sitzungen hast du über die 30 bis 40 Jahre jetzt ungefähr gemacht? Solo oder mit anderen? Mit anderen. So. Auch Größenordnung, sagen wir mal 15, 500. So 20.000, 30.000 Stunden. Wahnsinn, das nenne ich Erfahrung. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, wo kann man Sitzungen machen? Man geht zu einem Mindwalking-Trainer oder Mindwalking-Sitzungsleiter seiner Wahl. Wir haben ja eine Webseite, da sind ungefähr 10, glaube ich, oder 8 lizenzierte Mindwalking-Trainer drauf und nur die haben das Recht, für ein Honorar zu arbeiten. Es gibt auch welche, die machen das, nachdem sie es gelernt haben, aus Kollegialität für kein Geld. Auch die kriegen Supervision, aber die erscheinen nicht auf der Webseite. Also auf der Webseite erscheinen nur die professionellen Leute. Die Webseite heißt wie? Mindwalking.de. Gut. Okay, einfach, dass wir es gesagt haben für die Leute, die da jetzt zuhören und sagen, boah, das will ich unbedingt ausprobieren oder ihn mal fragen und so weiter. Okay. Ja. Gut. Außerdem habe ich einen Haufen Bücher geschrieben, die kann man sich durchlesen. Dann kriegt man über dieses Interview hinaus noch konkrete Informationen. Gib mir bitte nach dem Zoom-Gespräch Links, dass ich die unter das Video stelle, dass die Leute dann unter dem Video anklicken können, sich diese Bücher anschauen können. Ja? Gibst du mir Links zu Amazon oder so rüber, dass wir das drunter stellen? Oder zu deiner Webseite? Naja, zu Amazon, da braucht man nur über Rolf Ulrich Kramer gehen und in der Webseite werden die Bücher ja auch gucken. Glaub mir, kann schon zu viel sein. Ein Link ist besser. Jawohl. okay. Ich sag mal was, bevor wir jetzt eigentlich ich dachte in der Vorbereitung spannendsten Teil kommen, möchte ich dir noch eine ketzerische Frage stellen. Nach allem, was wir jetzt so erörtert haben, was ist denn dann hier Planetenzweck? Der Zweck des Planeten. Ja, oder irdisches Daseinszweck. Was ist das dann, wenn wir es geschafft haben, über Jahrtausende traumatische, kollektive, beschwerende Bewusstseinsfelder aufzuhäufen? Naja, die Aufgabe ist, das alles abzuräumen, und zwar nicht nur hier, sondern auch anderswo. Ich meine, die anderen Welten, selbst die rein geistigen oder Engelwelten, sind ja auch nicht bloß Halleluja und Trompetenschall, die haben auch Krach miteinander. Und dann gibt es Dämonen und es gibt Raumschiffkulturen, die sehr wohl in der Lage sind, freischwebende Geistwesen anzupeilen, mit irgendwelchen Peilstrahlen an Bord zu holen und ein bisschen zu beuteln. Gibt es also sehr hochstehende Gesellschaften rund in den Welten. Das alles gilt es aufzuräumen. Wir als geistige Wesen haben wir eigentlich die Aufgabe, den Urzustand herzustellen, aus dem wir einstmals gekommen sind, nämlich Friede, Glück und Harmonie, Satchitananda, wie die Hindus das nennen. Und das ist ein bisschen so, dass man sich fragen könnte, wie kriegen wir die Plastikmüllinsel im Pazifik weg? Ja, das ist ja so, als Individuum weiß man nicht, wie man da dran soll, aber kollektiv können wir das schaffen. Okay. Ich hatte vor Monaten mal einen Aufruf in meinem Kanal. Und zwar, ich bin ja eben auch Psychonaut und ich habe festgestellt, ich habe Wiederholungsträume. Meine Wiederholungsträume
sind im Grundraster ungefähr 20 Mal geträumt, immer wieder gleich, das Grundraster. Man guckt in einen Himmel, an dem Himmel erscheint ein Flugobjekt, man freut sich noch oder findet es interessant oder findet es faszinierend oder fängt den Blick an einem Glitzern oder der Form. Und relativ schnell beginnt der Himmel sich zu füllen und es gibt ein riesiges Spektakel da oben. Alles schießt sich ab, alles brennt um. Jetzt gibt es Varianten, um einen herum fällt alles herunter, explodiert oder man bleibt eine Zeit lang noch Beobachter. Immer dominieren dann Angst, Schrecken und Panik und die gesamte Situation schlägt völlig um. Ich habe daraufhin, weil ich denke, ich ein gewisses Gespür habe, wo ich an Urerinnerungen kratze, in meinem Kanal gefragt, Leute, wenn ihr da das kennt, sagt mir doch mal Bescheid. Ich habe dazu bestimmt 20 E-Mails zurückbekommen, von Leuten, die das kennen. Was geht da vor? Kannst du da etwas zu sagen? Und das beschreibe ich in meinem Buch Die Atlantis-Protokolle. Da gibt es ein Geschehnis, wo die Erde von außerirdischen Kräften zerstört wurde, so wie man das in dem Film Independence Day nachempfunden hat. Der war ja genauso, wie du das eben beschrieben hast. Da gab es ja nichts wie Flugzeuge am Himmel und Bombardierungen und so weiter. Und die Kultur, die dahinter steckt, ist die, die in dem Film Star Wars beschrieben wird. Also dieser große Imperialist, der da alles haben will. Und all diese Dinge werden von Leuten, die davon keine Ahnung haben und damit nichts zu tun haben, mit auf sehr schmerzhafte Weise, emotional und körperlich schmerzhafte Weise zurückerinnert. Und nachdem ich mir das jetzt einige Jahrzehnte lang immer wieder angehört habe, kann ich nicht dran vorbei zu sagen, dass Atlantis nicht eine versunkene Insel im Atlantik war, sondern ein komplett globaler Weltenbrand, eine globale Weltvernichtung, so wie man vielleicht in Japan mit Hiroshima und Nagasaki und so weiter, aber das halt noch ein bisschen mehr. Ja. Und diese Bilder, die du eben beschrieben hast, die werden in allen möglichen Variationen immer wieder erzählt von vielen Leuten. Und dass sie das als wiederholende Träume kommt, heißt, dass es nicht Träume sind, die oft nichts weiter sind als Verarbeitung von Tagesmaterial, sondern dass da Urerlebnisse wachgerufen werden. Und da, das kann man ausräumen, da kann man dran arbeiten. Ja, mir ist erstmal wichtig, einfach zu detektieren, da ist etwas Größeres dahinter. Es gibt ja auch einen Aufschluss darüber, dass man mit Träumen dann offensichtlich auf das Kollektivbewusstsein zugreift. Nicht mit allen, du sagst auch schon, es gibt verschiedene Träume, aber mit einigen Träumen zapft man Urerinnerungen an. Ja, Archetypen. wobei es nicht mal dein eigenes Erlebnis gewesen sein muss, weil Genau. diese Story, die hängt halt ganz dick hier in der Luft um den Planeten rum. Wenn du hier runterkommst, teilt sich dir das mit, so als würdest du durch einen Rußfilter, durch eine Rußschicht gleiten und wärst danach ein bisschen schwärzer als vorher. Und das ist die Story des Planeten, die sich dir anhängt, und dann kriegst du so Bilder, selbst wenn du die Katastrophe selbst gar nicht mitgemacht hast. Dann möchte ich kurz mal zwischenrein fragen, ein bisschen off-topic, aber jetzt momentan der alternativen Szene ja ist das Weltbild eine unglaublich große Sache, wird groß diskutiert, flache Erde und so weiter. Ich höre bei dir schon raus, du hast dann das Weltbild eines Universums mit Planeten von stofflich bis feinstofflich, aber eine Galaxie oder viele Galaxiehaufen. Unendlichkeit, all das. Ja, es gibt ein physikalisches Universum und das hängt im leeren Raum und kann auch von außen betrachtet werden. Also es gibt auch die Wahrnehmung des kompletten physikalischen Universums von außen, denn es hängt ja in einem unbegrenzten leeren Raum. Und das physikalische Universum besteht aus Sonne, Mond und Sterne und die Erde, wenn man sie von außen sieht, und das wird ja immer wieder beschrieben, ist eine Kugel, die sich dreht. Also da komme ich dran vorbei.
Das hat noch keiner in der flachen Erde beschrieben. Ja, Auf was ich immer noch das warte, sind sind. die. Richtig. Nee, was? Auf was du immer noch wartest? Auf was ich immer noch warte, sind die Hohlerde-Nachrichten, die sind mir noch nie gekommen. Ja, da, und genau das sind die Sachen, die möchte ich doch herausarbeiten, ja. Also du hast jetzt x-tausend Sitzungen gemacht und in den offenbar dann Urerinnerungen gibt es weder eine flache Erde noch gibt es eine hohle Erde. Das kann man Richtig. so sagen. Ja, ich Ja. meine, wir brauchen es ja und das liebe ich besonders, so etwas. Ich brauche es gar nicht dann zu werten oder zu beurteilen, sondern ich kann es einfach als Fakt, der von dir gelebt wurde über Jahrzehnte, darstellen. Punkt. Ja. Ja, und so etwas liebe ich wirklich. Ja, sehr, sehr schön. Kannst du zum Mars was sagen? Ich sage dir gerne was zum Mars, aber ich möchte dich erst fragen. Als diese Erdvernichtungskatastrophe lief, wurde auch der Mars verwüstet. Also er wurde zur Wüste gemacht. Die Was Erde heißt das? Es gab da einen Kataklysmus, es gab da, wurde der zerstört, wenn du sagst, zur Wüste gemacht? In dem Sinn, also die Erde wurde bombardiert und zerbrach buchstäblich. Deswegen haben wir diese vielen Gebirge. Also da gab es die ganze Erde geriet durcheinander durch diese Bombardierungen von großer Macht. Und dann hatten wir den nuklearen Winter und die Eiszeit und Schnee und alles. Und der Mars, der wurde offenbar einer Klimakatastrophe unterzogen. Er wurde also zur Wüste gemacht. Ach, Und dann tatsächlich, gab es, ne? wie hieß er noch, diesen dritten Phaeton. Der wurde auch gesprengt als Planet und daraus wurde der Asteroidengürtel. Und diese drei waren eine politische Einheit und die waren wegen ihrer hochstehenden Spiritualität dem Imperator ein Dorn im Auge und man sah da revolutionäre Bestrebungen, was sogar stimmt. Und man machte sich das dann einfach und machte einfach alles kaputt, weil herausfinden, wo die Kerle jetzt sitzen, war viel zu mühsam, also macht man die ganze Region platt, so wie es die Militärs halt gern machen Also würden. das hört sich natürlich auch stark nach. Ich nehme jetzt wieder die Position des Kritikers erstmal ein, nach Hollywood an. Gibt es Star Nein, Wars also und es. Independence Day, weil es diese Katastrophen gab? Oder erzählen deine Probanden davon, weil sie zu viel Kino geguckt haben? Naja, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die meiste Fantasie von Autoren oder Filmemachern wahrscheinlich kollektive Erlebnisse reflektiert oder persönliche Erlebnisse reflektiert. Und ich kann auch hier nur wiederholen, schau, als ich habe von diesen Dingen eigentlich keine Ahnung. Ich habe mich noch nie für Raumschiffe interessiert. Ist Ich auch habe nicht. für Atlantis interessiert, das ist für mich kein Thema. Und dann sitzt ein Sitzungspartner vor mir und sagt, das war das erste Mal, dass ich das überhaupt erlebt habe, und sagt, ich bin auf diesem Planeten und mein Planet wird gesprengt. Und dachte, okay. Aber dann sitzt jemand vor dir, der heult Rotz und Wasser. Und das ist natürlich nicht so fantastisch. Und dann sage ich zu ihm, der ich keine Ahnung habe, ja, wo ist denn der Planet? Und dann sagt er, irgendwo in dem Sonnensystem. Habe ich eine Karte geholt und habe gesagt, zeig mal mit dem Finger drauf. Und dann hat er den Punkt gezeigt, wo der Asteroidengürtel ist. Und dann hat er mir die ganze Geschichte erzählt, die für eine riesige Befreiung war. Genauso wie wenn ein Mensch hier eine Traumatisierung aus seinem Leben erzählt, also stell dir vor, jetzt in Syrien oder in Gaza und was da alles los ist, was die Leute da für Pakete drauf kriegen. Wenn sie diese Pakete erzählen, dann brechen die in Tränen aus und dann dauert es viele Stunden. Und so ist es auch, wenn die Leute in diese Erinnerungen reinkommen. Das ist kein Spaß. Und das ist das, was die Sache glaubwürdig macht. Wie Nur kriegt viel? halt Hollywood seine Stories davon und nicht andersrum. Manche Dinge, lieber Ulrich, hebe ich extra nochmal heraus, um auch die Leute mit der Nase drauf zu stumpfen.
Weißt du? Wie viele haben denn von diesen oder ähnlichen Kataklysmen erzählt? Also Verwüstungen, Raumschiffe, die alles kaputt bomben. Auf wie viele Sitzungen greifst du da ungefähr zurück, bevor du sagst, okay, das Ganze wird jetzt für mich langsam evident? Also einfach, dass man eine Größenordnung hat. Naja, Sind es 5 Leute oder 50? Also. ich würde es lieber in Jahren rechnen. Also zum Beispiel die Auseinandersetzung. Wir arbeiten bei Mindwalking nach dem Prinzip der Verfügbarkeit. In dem Sinne, an was kommt der Sitzungspartner dran? Ja. Und bei der Sache mit den weißen Mäusen. Da kommt er halt erstmal an die Erlebnisse mit Waisen und Mäusen und Katzen dran, bis in sein zweites Lebensjahr, und dann ist Schluss und dann springt er auf einmal in eine andere Geschichte, nämlich in die Sache mit dem Tiger, von dem er gefressen wurde. Weil der Tiger, um den es ja eigentlich geht, der ist nicht verfügbar anfangs. Verfügbar sind die Kleinigkeiten. Und so ist es hier auch. Die Leute arbeiten sich im Sinne von Verfügbarkeit in diese Dimensionen rein. Und dann sieht man, dass gewisse Themen auf einmal dominant sind. Und wir hatten zum Beispiel, nennen wir es mal, die Star Wars-Geschichten für ungefähr 10 Jahre. Und dann hatten wir die Echsen und die Grauen für 10 Jahre. Und dann, nachdem das war, schloss ich auf einmal diese ganze Atlantis-Geschichte an für Jahre. Und ich rede da von Dutzenden und Dutzenden von Sitzungspartnern, so als würde sich Schicht um Schicht eine Erinnerungswelt ablösen und in den nächsten Raum gehen. Ja, ich habe mittlerweile auch den Eindruck, ich mache jetzt sehr lange alternative Szene über die Bücher, paar 20 Jahre, tatsächlich mittlerweile, dass wir uns langsam, aber sicher voranarbeiten und vorantasten, tatsächlich. Die Dieser Themen, Ansicht bin ich auch. ja. So düster das vorhin war, was ich da gesagt habe, gibt es aber trotzdem Grund für Hoffnung, weil es geht. Ja. Ja. Also es ist toll, weil es ist ja nicht abgesprochen jetzt. Also ich meine, wir treffen aufeinander voll Ja. sehr spontan und haben da gleiche Ergebnisse. Ja. Ich möchte dir noch mal was erzählen von Remote Viewing und dem Mars, weil wir haben da. Ah nee, jetzt sag du mir jetzt noch mal, das ist ja interessant. Du sagst, der würde einer Klimakatastrophe unterworfen. Das wieder erleben wir ja gerade dieser Tage, dass man uns das zumindest mindestens inszeniert oder vormacht. Das ist ja auch interessant, ne? Ist ja ein Ich Zyklus. denke, es ist eine Eine Dramatisierung. Ich meine, Dramatisierung. wir haben einen Klimawandel, das lässt sich nicht leugnen, Ja. aber dann wird dann das weg als Auslöser für ungeheure Ängste und ungeheure Lösungsversuche und weiß der Teufel. Es ist so, als würde man sagen, wir müssen den Frühling stoppen, damit es nicht Sommer wird. Mit Dramatisierung, vielleicht beschreibst du es nochmal, sagst du ja, das ist immer ein zyklisches Wiedererleben eines Dramatisierung ist Erinnerns. das Nachspielen, das zwanghafte Nachspielen eines alten Films, in dem er steckt, eines traumatischen alten Films, in dem er steckt. Okay, alles klar. Und das tun wir dann als Kollektiv, um was? Ist das eine reine Reaktion oder ist das eine Heilungsreaktion? Was ist das? Naja, es wäre eine Heilung, wenn man daraus bewusst was lernt. Ich meine, wenn der Mars nach unseren Erkenntnissen einer Verwüstung unterzogen wurde durch Klimakatastrophe. Und wenn wir jetzt hier einen Klimawandel erleben, dann fleckt das natürlich die alten Schichten hoch und dann entsteht eine Panik, dass man einfach, sag mal, das Nächstliegende tut und sich halt darauf einrichtet oder so. Ja. Diese Dinge sind im kollektiven Bewusstsein verankert und wachen dann auf und dann machen Leute da auch mit, die es Also erst jetzt erleben. der Mars, lieber Ulrich, ist quasi das Mallorca der Remote Viewer. Auch die ersten Geheimdienstviewer waren damals schon gleich auf dem Mars. Ja. Ich werde im Januar übrigens auch mit einem der ersten, die damals auch bei den Geheimdienst
führen in Amerika noch gelernt haben. Mitte, Ende der 90er werde ich ein Interview führen. Das wird sehr interessant. Da gehen wir darauf auch ein. Und seit Anfang an, seit jetzt fast 30 Jahren, wird von unabhängigen Viewern im Grunde immer wieder dieselbe Geschichte über den Mars erzählt. Ich selbst habe sie in einem Projekt 2003 auch genauso erleben dürfen, dass der Mars zerstört wurde. Es war eine große Zivilisation. Die Lebewesen dort sind absolut traumatisiert gewesen. Der gesamte Planet, die ganze Zivilisation wurde kaputt gemacht. Bereist wird da regelmäßig immer die Region Sidonia, wo die Pyramiden, die Marspyramiden, die sogenannten, stehen, oder das sogenannte Marsgesicht damals. Ja. Und man hat komischerweise, da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen, im Untergrund dann immer noch vereinzelt Tunnelstrukturen, Gangstrukturen, wie heute übrigens auch unter den Pyramiden Gizeh-Plateau, mit Gatekeepern und allem mit dabei übrigens, und manchmal sogar Technikreste. Das betrifft den Mars wie auch den Mond. Da können wir ja später nochmal drüber reden. Hast du sowas Ähnliches bei dir in den Mindwalking-Sitzungen auch? Also jetzt das über dieses kataklystische Mars-Zerstörungsereignis, Flucht auf die Erde, hinaus Tunnelstrukturen sind. Sind Tunnelstrukturen bei dir irgendwie bedeutsam bei den Menschen? Unterirdische Lebensräume Ja. sind häufig genannt worden, ja. Hast du den Eindruck, die spielen sowas wie eine zentrale Bedeutung? Nö, also dazu Nö. kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht, Okay. warum die unterirdisch war. Gib mir mal eine kurze Pause, ich muss mal auf die Toilette. Auch. So, da sind wir wieder. Zum Teil 2 dann. Sind wir beide mal, ja, haben uns erleichtert. Wir waren stehen geblieben beim Mars, glaube ich. Dass da auch ein Kataklysmus war, auch Traumatisierungserlebnisse, mit denen du immer wieder konfrontiert bist. Hast du das noch bei anderen Planeten? Du hast von diesem vierten Planeten im Sonnensystem erzählt, den es nicht mehr gibt. Also die Aufmerksamkeit war auf dieser Vernichtungskampagne, die 3 Planeten relativ gleichzeitig oder in kurzer Folge erwischte, Phaeton, Erde und Mars. Das heißt, es Und gab sonst ta sind tatsächlich mal so etwas wie ein Galaxie- oder ein Quatsch, Sonnensystem-Sternenkrieg. Naja, schau, es gibt oder gab, wie soll ich sagen, vergleichbar mit den Engländern und ihrem Weltreich oder den Spaniern, das sind halt politische Verbindungen gewesen und Handelsverbindungen und statt halt über verschiedene Kontinente auf der Erde, war es halt über verschiedene Planeten in der Galaxis. Und wenn man da, siehe Kolonialismus, wenn man da irgendwelche Befreiungsideen hatte oder wenn man mit dem Imperator nicht so zufrieden war, da gab es halt Haue, ja. Und in dem Fall auf eine sehr, sehr üble Weise. Hast du in deinem Vortrag und in den anderen Interviews da auch schon diesen Vergleich mit dem Kolonialismus angeführt? Hast gesagt, es ist quasi wie mit Afrika bei uns jetzt auf der Erde. Finde ich auch einen schönen Vergleich, unsere Erde und Afrika, aber das wäre ein anderes Thema. Dass die streitenden Parteien sich gegenseitig vorwerfen würden, wenn man hier jetzt eingreift. Also wenn die USA jetzt nach Afrika reinkommt, motzen sofort Chinesen und Russen und andersrum. Ja, dass das mit der Erde galaktischerweise vergleichbar wäre. Kannst du da noch mal was zu sagen, vielleicht? Ja, das steht übrigens alles in meinem Atlantis-Buch drin. Es gibt auf der einen Seite eine Bellzone, Rekultivierung und auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, subversive Aktionen, um diese Sperrzone zu umgehen. Das heißt, auf der einen Seite gab es
Diese imperialistischen Kräfte wurden in Großkriegen zur Rechenschaft gezogen, soweit ich das überblicke. Und dann entwickelte sich sowas wie ein Aufbau der Förderungsprogramm und für die Erde. Und das sollten halt fremde Kräfte hier nicht mehr wirken. Das haben sie aber halt doch getan, weil sie halt Wege und Mittel finden, über jeden Zaun zu krabbeln und dann ihre Agenten doch einzuschleusen. Und auf die Weise haben wir dann teilweise durch Wiederholungszwang bedingte Geschichten, teilweise durch äußere Einflüsse, zum Beispiel was im Ersten und Zweiten Weltkrieg geschehen ist, die ganze Maschinenkultur, die ganze Waffenkultur, die wir da entwickelt haben, das ist alles nicht mehr irdisch. Also das sind Importe. Und insofern, wie soll ich sagen, gibt es eine. Das wäre, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber das, was du jetzt sagst, ist ja ein Knaller. Diese Maschinenkultur ist nicht irdisch. Ich ergänze jetzt und greife zurück auf unser Gespräch, ist also nicht menschlich, sondern Die ist ist. galaktisch Das. importiert. Du hast einen klaren Bruch, wenn du dir die Gebäude anguckst und die Schiffe und die Uniformen im ausgehenden 19. Jahrhundert, die Kriegsschiffe und die Uniformen, das war alles unheimlich dekoriert, das war alles hübsch und geschnitzt und so weiter. Und dann wurden die auf einmal ganz grau und schlank und motorisiert und dann hat man die Truppen mit dem Eisenbahn zum Schützengraben gefahren, um sie Genau, abschlachten zu lassen. ganz genau. Und da liefen Sachen ab, die gab es vorher nie. Genau. Und diese Massenschlächtereien und auch die Uniformen, Genau, diese, genau. ich meine, selbst im Ersten Weltkrieg waren sie noch so mit Turbanen und so Aber Mützen. gerade noch, gerade noch. Ich bin Hat dieser noch. Sache auch gerade auf der Spur, so in meinem deutsche Seele-Vortrag. Dass ich mich so annähere im 19. Jahrhundert, ist ein riesiger Bruch. Genau. Ein riesiger Bruch ist da. Und nach unseren Erkenntnissen hat sich die, nennen wir es mal, imperiale Macht zu dem Zeitpunkt einfallen lassen, hier ihren Zugriff zu verstärken. Das heißt, wir werden momentan nicht in Ruhe gelassen. Nichts mehr mit Das haben Wiederaufbau. wir jetzt, das haben wir jetzt hinter uns. Die Szene ist vorbei, die ist durch. Aha. Und so Filme dann, sind wir jetzt alleine auf der Erde als Menschen oder haben wir es zu tun mit Walk-ins, anderen Rassen, die sich hier tarnen? Was sagen deine Leute in den Sitzungen? Das ist ungefähr so, wie man sich fragen kann, wieso gibt es eigentlich Neonazis, wenn der Hitler doch tot ist? Heißt, führ es bitte aus. Naja, da wurde ein großer Führer eliminiert und auch der Stalin wurde eliminiert und der Mussolini wurde Ja, genau, eliminiert. was ja. Aber Ja. der Geist der Sache lebt in den Köpfen der Leute immer noch weiter und das muss ich jetzt leider wirklich sagen, wir haben bei Mindwalking immer wieder mit diesen Führungspersönlichkeiten zu tun bekommen, nicht das wollen, sondern weil man sich letztlich in diese oberen Ränge hinrangelt im Versuch, sein eigenes kleines Problem zu lösen. Das klingt jetzt alles ein bisschen abgefahren, aber ich muss das leider Nein, sagen. Wenn du schon nein. stellst, Ja. musst du Antworten abhören können. Du bist in der Sitzung und du bekommst Kopfschmerzen. Du bearbeitest dein Thema, du bekommst Kopfschmerzen. Du fragst dich, wo kommen die her? Du merkst, da ist einer, der schießt auf dich mit energetischen Strahlen, um dir Kopfschmerzen zu machen, damit du dein Thema nicht weiter verfolgst. Und dann sagst du, hey Typ, ich sehe dich. Und was machst du denn da? Und wer bist du denn überhaupt? Und was willst du denn erreichen? Und dann sagt er,
Also erstens mal geht es das nicht, dass einer von der Erde mich überhaupt wahrnimmt, aber wenn du das schon tust, dann darf ich hier nicht weiterreden. Und dann sage ich, okay, wer ist dein Chef? Und auf die Weise gerät man auf einmal die Kommandostrukturen nach oben, weil die alle nicht berechtigt sind, mit ihren eigenen Opfern zu reden, die sie auftragsgemäß Ja, bearbeiten. ich kann dir auch dazu rückmelden kurz, dass Remote-Führer sind Zeuge über Generationen. Wie oft haben wir das erlebt, dass wir in Situationen hereinkommen? Geistige werden bemerkt von geistigen Entitäten und die sagen zu uns, was sagen sie, wie kommt denn ihr hierher oder ihr dürftet gar nicht da sein und, und. Also das ist auch wieder total deckungsgleich. Entschuldige, ich habe es schon unterbrochen. Wunderbar. Und was wir dann machen, möglicherweise im Unterschied zu Remote Viewing, weiß ich nicht, würde ich dich gern fragen. Was wir dann machen, ist, wir bringen diese jeweils Obersten, zu denen wir hingeraten, wieder auf den Pfad der Tugend, weil die sind ja auch irgendwo so geworden. Alle Wesen sind vom Prinzip her gut, alle Wesen kommen aus dem Licht, aber manche hat so manches erlebt und das kann man rehabilitieren und dadurch sind Führungspersönlichkeiten, nicht gewisse, es sind große Führungspersönlichkeiten auf der anderen Seite so langsam nicht mehr im Spiel und die Unterhäuptlinge langsam auch nicht mehr im Spiel. Und wenn wir hier auf der Erde verrückt spielen, dann liegt das daran, dass halt jeder sein eigenes Bündel noch zu bewältigen hat, auch wenn von oben keine flächendeckenden Kommandos mehr kommen. Ich glaube tatsächlich, so diese verantwortungsvolle oder soziale Seite, die hat im Remote Viewing weniger eine Kultur, weil sie aus dem Geheimdienst und aus dem Militär, aus der Politik und vom Staat damals kam. Da Ja. ging es um andere Interessensschwerpunkte. Ja. Aber was du sagst, auch diese Blockaden, du hast eben jemanden angesprochen, ein geistiges Wesen, eine von mir aus auch für die Zweifler eingebildete Wesenheit, die dann beschießt, nicht will, dass man sich dem Ziel nähert. Behindert, Blockaden schafft. Auch das kennen wir bestens aus dem Remote Viewing. Habe ich 2003 ein Buch drüber geschrieben, über den Schutz von Zielgebieten. Ja, also, ich bin damals gestoßen auf ein regelrecht, es ist dort politisch, militärisch, geheimdienstlich, Schwerpunkt, auf ein Regel, auf ein Schlachtfeld. Ein Schlachtfeld, das im Geistigen aufgemacht wurde. Ja, und wo es Verteidigungsstellung, wo es alles das gibt. Ja, es ist irre. Also wenn heute vom Internet-Schlachtfeld geredet wird oder vom, ja, okay, wir kommen vom Thema ab. Hast du, Lass mich noch dazu was gerne, sagen, gerne, weil gerne. hier geht es wieder um die Evidenz und die Fantasie und so weiter, weil du das eben angedeutet hast. Wenn ich mit einem Sitzungspartner einen Kontakt, jetzt mal sehr salopp gesagt, damit es schnell geht, da kommt der Sitzungspartner spürt, bei der Befolgung seiner Frage kriegt er eine Interferenz. Wir gucken, wo die herkommt. Er findet ein Wesen und beschreibt dieses Wesen. Und dieses Wesen, der Einfachheit halber, um es sich leichter vorzustellen, hat eine Kommandoposition auf einem Raumschiff. So, jetzt erkennt der den Unsinn seiner Wege und wird wieder brav, muss man ganz salopp darzustellen, verlässt also seinen Posten. Und Monate später habe ich einen anderen Sitzungspartner und der beschreibt mir genau dasselbe Raumschiff. Und der beschreibt mir Typen in dem Raumschiff, wo ich denke, das kennst du doch. Und dann fragt man den wachhabenden Offizier, können wir bitte deinen Chef sprechen? Und dann sagt er, du bist gerade nicht da, irgendwie ist er gerade weg. Und Ja, klasse. dann kommen faule Ausreden und sagt, hör mal, mein Lieber, den hatten wir neulich in so einer Sitzung und jetzt bist du dran. Und dann, wie sagt man, der war im Strumpf, wenn er sich, Denen? oder wenn der Pullover, der rippelt sich dann von selbst auf. Also wenn er Ah, den, okay. Ja, okay. diese Dinge sind sehr, sehr häufig passiert, dass halt mehrere Leute sich auf dieselbe, nennen wir es mal, Konfiguration von Wesen oder Orten einschossen und man halt genau merkte, dass
nach einer bestimmten Sitzung die nächste Sitzung dann anders. Und deswegen konnte ich vorhin sagen, wir hatten 10 Jahre lang mit den Echsen zu tun, die Echsen sind jetzt kein Faktor mehr. Ja, was du da beschreibst, ist ja nichts anderes als eine ständige Geistfeldbearbeitung, die sich dann wieder zurückergießt oder rückausdrückt in unsere materielle Welt. Punkt. Das ist das, was ich da rauslese als Zuhörer, oder? In der politischen Situation und der, ja, nennen wir es mal der politischen Situation der materiellen Welt. Und was ich in meiner Wertung unserer gegenwärtigen politischen Situation, was ich das sagen möchte, ist, ich halte das für positiv, dass im Moment es überall brennt und kokelt und nichts wie Krawall, weil zum Zeitpunkt des Kaiserreichs und des Hitlerreichs und des nachfolgenden Kalten Krieges hatten wir großflächige Stabilität, bedingt durch Unterdrückung und militärische Macht. Und seit das Sowjetreich auseinandergeflogen ist, haben wir eine zunehmende Umschichtung von Global Players. Und es werden neue Spielfelder austariert. Und das kann ich tatsächlich im Zusammenhang sehen mit den Jahrzehnten von Sitzungsbezügen, die wir bearbeitet haben. Mit anderen Worten, ich glaube, wir sind in einer großen Tauphase, wo alte Fäden ausgetragen werden, wo alter Groll ausgetragen wird, wo aber jeder sagt, das geht nicht. Wohingegen man zu Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs gesagt hat, komm, lass uns den Franzosen auf den Kopf hauen, das macht Spaß. Das würden wir heute nicht mehr sagen. Jedenfalls nicht wir in Europa. Inwiefern spielen denn Science-Fiction-Elemente wie Orwell oder Totalkontrolle, die alles beherrschende KI, bei deinen Sitzungsteilnehmern eine Rolle für die Zukunft? Ist es so raumgreifend wie in der Alternativszene vorgetragen momentan? Wie sieht die Zukunft aus bei deinen Leuten? So, Orwell, also diese super kontrollierte Welt, die ist, wie eben angedeutet, vorbei. Weil die Führungspersonen nicht mehr da sind, weil die entsprechenden Organisationen auseinandergebrochen sind. Was wir aber weltweit global machen, ist, wie vorhin schon angedeutet, eine Dramatisierung. Zum Beispiel die In-vitro-Fertilisation, die In-vitro-Befruchtung, ist eine Sache, die wir von den Echsen haben, weil die müssen das machen, weil sie sich nicht normal fortpflanzen können. Die ganzen Eientnahmen und Gebärmutteroperationen, die Grauen, die wiederum Lakaien der Echsen sind, vornehmen mussten, kommt aus der Ecke. Das heißt, unsere Wissenschaft und unser Militär, also Stealth-Bomber und was wir alles für fabelhafte neue Waffen haben, kommt ja durch Kooperation oder Inspiration mit außerirdischen Kräften zustande. Mit allem, Ulrich, was du jetzt sagst, beziehst du dich auf Sitzungsergebnisse? Also das wird es klar, oder ist da jetzt Meinung mit drin? Absolut. Wir haben Sitzungen aus Area 51, wir haben Sitzungen aus außerirdischen Dingern, wo Echsen irgendwelche Gruselexperimente gemacht sind, die nicht viel anders sind als die Gruselexperimente in Bergen-Belsen mit Menschen. Also das ist ganz klar, wer hier federführend ist, Wesen ist. Und die Menschen, also die Sitzungspartner, die diese Dinge aufgespürt haben, um es zum 100. Mal zu wiederholen, wollten das ja nicht aufspüren, sondern sind in der Verfolgung einer Problematik auf einmal in diesen Zusammenhang reingerutscht. Ich finde es sehr, sehr wichtig, ich möchte nochmal rausheben, was du gerade gesagt hast. Ich rede seit Jahren immer wieder, wenn ich Dinge beurteile, vom Geist, dem Muster, der Energie, der Handschrift oder der Schablone, weil du eben auf Area 51 zu sprechen gekommen bist und diese verglichen hast. Also ich gehe tatsächlich auch immer nach dem hinterwirkenden Geist, um an den Adressaten zu kommen, und das funktioniert hervorragend. Ich denke, du weißt, was ich meine, weil ich will gerade jetzt bei deinem Beispiel nicht deutlicher werden eben. Ja. Okay. Nur mal nebenbei, die Antarktis, spielt die eine Rolle bei deinen Sitzungen? Nein, gar nicht. Gar nicht.
Gut. Allerdings habe ich in meinem Atlantis-Buch sehr intensiv darauf hingewiesen, dass es ja alte Karten gibt, die die Antarktis eisfrei zeigen. Ah, da wollte ich dir auch noch was zeigen. Ja, pass mal auf. Ich zeig Diese dir. alten Karten verweisen auf die, meiner Ansicht nach, auf die atlantische Zeit, als diese Erde hier noch nicht von der Eiszeit befallen worden war. Ich habe jetzt hier eingeblendet eine Seite aus einem alten Buch von mir. Ja. Das war die algerische Wüste damals. Die haben wir in einen Umschlag gesteckt. War eigentlich ein Kalibrierungstarget, also ein Zielgebiet für einen Viewer, für einen, bei dir ist es dann der Reisende, denke ich. Nur der Mindfuck, der Sitzungspartner Der halt, ja. Sitzungspartner, sagst du mir, genau. Man macht es ganz gern, um zu gucken, weil das ist sehr einfach. Es ist heiß, da ist sonst nichts los. Es ist nur Sand. Die Attribute schillern klar heraus, um so jemanden auf Ziel zu bringen. Ja. Bei der Sitzung war es allerdings so, ich greife jetzt zurück im Grunde auf unsere Mars-Sachen vorhin. Ja. Fiel mir eben ein als Wüste Antarktis. So, und da glitt mein Viewer ab. Rechts siehst du es im Buch beschrieben. Und der beschrieb dann unter dieser Wüste, man müsste da graben, buddeln, da sind viele Geheimnisse, Wissensschätze, uralter Menschenkram, ganze Städte sind da drunter, Gebäudestrukturen, Säulen, Quader und so weiter. Soweit ganz interessant. Es zeigt, dass Städte tatsächlich verwüsten, die Sprachwahrheit. Ja. Also in dem Fall die Frage, wo kommt eigentlich der ganze Sand her? Weil du ja von der Bombardierung von ganzen Planeten sprachst. Ja, man könnte heute fragen, wo kommt der ganze Sand in der Wüste her? Ja, es passierte da aber noch etwas anderes, und zwar erlaubt das Remote-Viewing-Protokoll das Herausschreiben von Fantasieelementen, wie wir das. Wir nennen das AOL, analytische Überlagerungen. Ja, sind komplexe Bilder, die mit dem Ziel was zu tun haben, aber nur Aspekte richtig sind. Und da sprach der Viewer plötzlich von Tschernobyl. Man denke an Radioaktivstrahlung und an Seelenfänger, warum auch immer. Ich habe mir das damals nicht erklären können, habe es mit ins Buch reingenommen. Wieder mal so typisch Beifang, Geheimnis liegt am Rande. Was ich dir jetzt mitteilen möchte, finde ich sehr interessant. Einmal in der Sahara hat man dann tatsächlich Trinitit gefunden. Trinitit ist ein Glasschmelzstein, der bei Atomwaffenexplosionen tatsächlich entsteht. Wir kennen Gleiches auch, die Kriege der Veden, oh, irgendwo in Asien, wo man Ähnliches fand. Es wird berichtet auch in den Veden von Raumschiffen oder raumschiffartigen Strukturen, die geschossen haben und radioaktive Hinterlassenschaften haben heute. Und er entsteht eben bei Atomwaffenexplosionen. Und heute findet man Trinitit noch in der Trinity Site. Die Trinity Site ist das Atomwaffentestgelände in Nevada. Das wollte ich dir nochmal nachliefern. Frage an dich. Die Wüste in Afrika, hast du da durch deine Reisepartner, wie sagst du, ich habe den Namen, Sitzungspartner. ah, Sitz, entschuldige, Sitzungspartner, hast du da Kenntnis erlangt von ähnlichen Vorgängen wie auf dem Mars, dass dort zerstört wurde? Oder in Amerika diese Strukturen? Nein, da kenne ich keinen, weiß ich von keinem Zusammenhang. Ich kenne allerdings dieses Glas, was da entsteht. Das gibt es noch unter einem anderen Namen. Ich habe es vergessen. Steht im Atlantis-Buch. Allerdings hat Okay. mir ein Ingenieur, ein Mindwalker, der in Afrika tätig war, hat gesagt, da gibt es deswegen so viel Wüsten, weil nur so viel Schicht ist und darunter ist überall dieses Glas, da wächst nichts. Also das ist Aha. vielleicht eine interessante Wow. Entwicklung. Das wäre ja noch interessanter. Es würde ja auf auf eine riesige Katastrophe hindeuten. Ja, Eine genau. riesige Hitzekatastrophe, mindestens Hitze. Ja, das war dem aus seinen Sitzungen durchaus bekannt und als Ingenieur hat er dann zwei und zwei zusammengezählt und hat gesagt, hör mal, das findet man da überall. Okay. Bei uns erfahren noch ganz, ganz wichtig der Mond. Hast du zum Mond etwas zu sagen?
Wenn man sich darauf einstellt, findet man da hinten und vorne Leute, die da rumwurschteln, teilweise von der Erde verführt, teilweise entführt, teilweise von woanders. Ui. Das ist kein großes Thema. Ich Was meine, machen die bei dir da oben? keine Ahnung, was die da machen, schürfen da irgendwie rum. Also Genau. die haben Boah. es gar nicht auf die Erde abgesehen, die wollen nur ihre Ruhe haben. Also ich fasse mal zusammen. Wir reden spontan von zwei unterschiedlichen Methoden, ohne dass wir voneinander wussten, auf gleiche Zielgebiete. Ich habe 2003 in meinem Buch, ich will keine Buchwerbung machen, wirklich nicht. Also, nee, echt nicht. Habe ich niedergeschrieben, unsere Sitzungsergebnisse zum Mond. Dort oben sind seltsame Leute, die schürfen, die machen so etwas wie Minenarbeit. Wir blicken aber nicht richtig dahinter, was die ganze Chose dort soll. Scheinbar sind da so etwas wie Stationen oder Lebensorte. Ja, die betreiben dort Bergbau. Punkt. Die machen da oben dasselbe, was wir da auch machen wollen. Ich meine, die ganzen Monddinger, die haben ja auch damit zu tun, dass irgendwelche Mineralien gefunden werden sollen oder sonst was. Nur sind die anderen schon viel weiter als wir und die wollen nicht uns als Spielverderber dabei haben. Also, Das kann sein. die wenigen Sitzungen, ich fand das nicht sehr interessant. Also, ich meine, man kann das als Mindwalker auch. Du kannst dich auf irgendwas einstellen und guck, was, warte mal, bleib mal dran. Ja. Ja. So sieht so ein Mindwalker aus. Ja. Wow, okay. So ein Kästchen mit so einem Zeiger. Und dann hast du hier eine Einhandelektrode, die besteht aus zwei Teilen, ja, und die nimmst du dann so und dann steckst du die da ein. So, und jetzt ist das Ding angeschaltet. Jetzt siehst du, dass dieser Zeiger sich bewegt. Das mache ich jetzt mit der Hand, ja. So. Und dann sitzt du da halt in deiner Sitzung und stellst dich auf dem Mars ein und dann gibt es einen Ausschlag. Und dann denkst du, worauf habe ich gerade meine Aufmerksamkeit? Auf welchem Bild, auf welchem Gedanken? Und dann folgst du diesen Ausschlägen auf einmal. Bist du in Kontakt mit irgendeinem entführten Wissenschaftler, der da oben rummurkst und dir seine Story erzählt und Genau. auf die Weise weißt du, was mit ihm los ist. Aber das ist von uns aus gesehen eine Übergriffigkeit, weil wir würden nicht in Sachen reingehen, die uns nichts angehen. Also wir gehen immer von der persönlichen Problematik aus. Und wenn ich sage, was mache ich hier eigentlich, dann kann es sein, dass ich über diese Fragestellung zu jemanden anderen komme, der sich fragt, was mache ich hier eigentlich und bin auf die Weise in Verbindung zu einer armen, entführten Gestalt auf dem Mond oder sowas. Aber man kann es auch einfach willentlich machen. Ich habe das mal gemacht, ja, ich habe das mal gemacht, nachdem ich dem, wie heißt der Hellseher von Remote Viewing, der Ingo Swann, Ingo Swann, ja. habe ich dem sein Mondbuch gelesen, habe ich gedacht, ich muss mal gucken, was da los ist, genau, habe ich ja, und Geheimsache dann Mond, musste ja. ich. Dann dachte ich, ich gucke mal, was da los ist. Oder andere, ich habe so ein paar von meinen Leuten gesagt, hört mal, könnt mal gucken gehen, wir haben da alle irgendwelche solche Eindrücke gewonnen. Das kann man schon machen. Also zwei Sachen trage ich nochmal nach. Auch den gibt es bei uns. Den zurückgebliebenen Wissenschaftler auf dem Mars, der dann noch irgendetwas mit seiner Technik da unten tut. Wir haben halt damals auch da wieder diese Grenzen nicht geachtet, haben da reingeschaut. Wir waren da nicht heilungsorientiert, sondern die Kultur ist eine andere, kommt aus dem Geheimdienst. Ja, eben, ich meine, da macht man halt Recherche. Ja, allerdings, weißt du, so wie du in den Wald reinrufst, so ruft es auch zurück. Einer der Gründe, warum ich heute kein Remote Viewing mehr mache, aber man könnte es ja eben auch rein persönlich nutzen. Jetzt war noch eine Sache war, ah, schade, jetzt die habe ich nämlich nicht notiert. Schade, schade, schade. Was hattest du gerade gesagt? Ach, bei dem Mindwalker warst du?
Ich habe gesagt, der Mindfucker schlägt aus und dann stellst du dich auf das ein und dann findest du halt, kriegst du in Kontakt mit irgendwas, ja. Na gut, vielleicht kommt's, vielleicht nicht, wie auch immer. Dann frage ich dich noch zu einer weiteren Sache, auch Mallorca, der Remote Viewer, Pyramiden. Sind die Pyramiden bedeutsam für dich in deinen Sitzungen oder Nee. für deine Leute? Nö, nein. Nein. No, no, also noch nicht. Ich warte drauf, dass die gehören ja zu dem Atlantis-Paket. Die sind ja Eigentlich, ja. uralt. Ja, die sind ja also nicht so alt, wie es in den Geschichtsbüchern steht, wo ja die schwitzenden Männlein, die da hochgeschoben haben, die Steine und so weiter. Das ist ja alles viel. Und ich warte immer noch drauf, dass da Berichte kommen, wie die gebaut wurden, vor allem warum sie gebaut wurden. Aber da hab ich noch keine Daten dazu. Okay, ich greife nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob ich daran gedacht hatte. Du hast vorhin so schön skizziert, dass die Erde jetzt in Ruhe gelassen werden sollte. Sind wir, ich weiß es nicht mehr, sind wir jetzt alleine oder haben wir es mit so einem Man-in-Black-Szenario zu tun, dass hier unter uns die unterschiedlichsten Leute wandeln, so wie der Ingo Swann in seinem Buch das ja auch angedeutet hatte, beschrieben hatte? Sagen wir mal so, Agenten gibt es immer, aber die kommen nicht unbedingt von den Großmächten, weil es Großmächte nicht mehr gibt. Die als Großmächte bezeichnest du jetzt intergalaktische Mächte. Ja, Okay. aber das ist, ich meine, guck, ist, die Erde ist ja nicht anders als die galaktische Welt rumherum. Bei uns gibt es Drogenhändler und Schmuggler und Kleinkriminelle und das gibt es ja alles, ja. Aber das heißt nicht, dass eine, nennen wir es mal, also so wie im Zweiten Weltkrieg, dass man die Agenten von Deutschland nach England geschickt hat, um England zu übernehmen oder so. Also diese Großszenarien, die gibt es meines Erachtens nach meinen Kenntnissen nicht mehr. Aber individuelle Finsterlinge, die gibt es natürlich in großer Zahl. Ich habe eine andere Dreiergruppe zusammengesetzt aus dem Christian Köhlert, der gerade die Phönix-Hypothese geschrieben hat, und dem Richard Schwarz, der sich mit Prophezeiungen gut auskennt. Da untersuchen wir die Frage, das ist eben die Phönix-Hypothese, dass so etwas wie ein Kataklysmus zügig auf dieser Erde zyklisch stattfindet, wiederkehrt. Die Elite weiß davon, bereitet sich vor. Hast du in deinen Sitzungsergebnissen irgendetwas, was darauf hindeutet, dass ein neuerlicher asteroidischer Einschlag, Sintflutmythos, wieder in der Annäherung ist? Nein. Was denkst du über die Pharaonen? Sind die für dich und die Ägypter, sind das für deine Leute in den Sitzungen Lichtgestalten? Wir sind im Atlanta-Bereich wieder oder sind die eher dunkel drauf? Ja. Im Atlanta-Bereich waren es Lichtgestalten. Überhaupt ist ja bis heute diese Kultur, diese Darstellung von Heiligen oder religiösen Führern dem atlantischen Vorbild abgeguckt. Die haben ja alle strahlende Gewänder an und strahlende Hauben auf und haben möglichst noch erhöhte Schuhsohlen, damit sie größer sind als die anderen. Also die, so wie die russischen Popen da rumlaufen oder die Bischöfe. Also ich meine, das sind alles Nachahmungen, Dramatisierungen der damaligen Zeit. Das gibt es. Und von daher waren, auch von unseren Erinnerungen her, gab es damals ungeheuer hochstehende Geister. Und dann gab es den großen Kladderadatsch und dann gab es die Eiszeit und dann gab es das neue Erleben, angefangen mit den Sumerern und den alten Chinesen und den Indern. Und dann gab es in Ägypten damals jetzt auch, da gab es sehr schwarzmagische oder von der Echsenwelt bestückte Herrscher. Die wurden auch namentlich, also nicht namentlich, die wurden auch persönlich
gesehen und erinnert und teilweise angesprochen. In Ägypten, bei Im dir. alten Ägypten, ja. Im Also alten in Ägypten, dem ja, genau. Ja, Ägypten ja. diesseits der Steinzeit, ja. Genau. Ich gehe, was bitte? In dem Ägypten diesseits der Steinzeit, das, Auf was für die unserer Seite. Historiker das alte Ägypten ist, ja. Okay. Nee, ich werde nochmal konkret. In dem Ägypten von uns rückwärts, von uns rückwärts nach der Steinzeit. Aha. Du meinst diesseits der Steinzeit oder früher als die Steinzeit? Ich meine diesseits der Steinzeit dann. Ja, das waren teilweise große Finsterlinge, diese Okay, Pharaonen. alles klar. Ja, würdest du sagen, der Papst, du hast diese hohen Mützen angesprochen, der Papst wäre in deiner Sprache dann eine Dramatisierung? Das Amt des Papstes, ja, genauso wie das Amt des Bischofs. Ich meine, diese ganze Hohepriesterkultur, die damals echt war, die ist heute ein Imitat. Die geistige Höhe der Amtsträger heute ist bei weitem nicht so, wie es früher mal war. Bei ganz wenigen christlichen Mystikern zum Beispiel, die auch alle sorgfältig verbrannt wurden, weil das darfst du ja alles nicht so als Mystiker was wissen. Aus dir heraus, das ist in der katholischen Kirche verboten. Im asiatischen Raum ist es allerdings gestattet, dass man aus der Intuition heraus ein Wissen haben darf. Nur um nochmal nachzuchecken oder nachzukontrollieren, die Atlanta, du hast dich so geäußert, dass sie eine positive, lichtvolle Kultur waren. Das beschreiben deine Sitzungsteilnehmer. Ich kenne es so, dass die aber gefallen sind durch Hochmut, Stolz, so die Sage von, ich glaube, Platon war es, ne? Naja, der Platon, die Story von Platon ist etwas fragwürdig. Will ich jetzt nicht darauf eingehen, beruht sehr auf Hörensagen. Aber was Ja, wir ja. aus unseren Sitzungen wissen, ist, dass Atlantis ja nicht eine Sache von zwei, drei Generationen war, sondern Tausende oder Zehntausende von Jahren hielt. Und in dieser Zeit, also wenn man Herr der Ringe liest und Harry Potter, das beschreibt Atlantis ganz schön gut. Also ganz verschiedene Lebensformen, also Zwerge, Feen, Elfen und halt biologische Menschen, alle gleichzeitig leben. Und das ganz frühe Atlantis war da gab es nochmal den Film Avatar, da lebten sie alle Ja, auf Bäumen und waren so ganz durchscheinend und heilig, ja. ja. Und das solidifizierte das sich immer mehr, weil neben der weißen Magie gab es selbstverständlich auch die schwarze Magie. Und mit der Zeit wurde die Luft halt immer dicker. Und dann war zum Zeitpunkt der großen Katastrophe die Erde so real, wie sie es heute ist. Also mit Sauriern und Menschen und Bäumen und allem. Ja. Nur in den früheren Perioden von Atlantis war das eine sehr vibrierend durchscheinende Welt gewesen. Also es hat sehr lange gedauert, bis es so solide und materiell wurde. Aber ja, durch karmische Verfehlungen hat sich diese Kultur letztlich selbst abgeschafft. Was dann obendrauf kam, die Bombardierung vom Himmel, das hat der Sache natürlich den endgültigen Rest gegeben. Hätten sie es sich anständig benommen, die Atlantier, dann wäre es vielleicht gar nicht dahin Was gekommen. aber eigentlich dafür spricht, dass sowas auch wieder in unserer Zukunft wäre. Das wäre ein typischer Zyklus. So wie die Atlanter häufen wir unser Karma auf, verschmutzen energetisch unsere Umstruktur, bis es sich dann rückergießt in unsere Wirklichkeit. Ja, ich meine, dass wir überhaupt diese Atomkraft für Kriegszwecke einsetzen, ist ja eine 1:1 Dramatisierung des damaligen Geschehnisses. Und jetzt sind wir dabei, die Erde zu vergiften. Das heißt, ja, wir dramatisieren die alten Zeiten, aber ich sehe das nicht als quasi neue Zyklen, weil es gab kein Hoch, sondern es gab nur ein, es gibt eine ständige Verflachung, ein ständiges nach unten. Schau, die
Die Atlanter, die hatten eine Pyramidenkultur. Dann ging alles kaputt. Dann kamen die Entwicklungshelfer von außen und die paar, die, ach so, und wer hier rumgeisterte und in seiner Panik hier nicht weg konnte, der war halt traumatisiert. Und dann haben sie hier wieder Körper importiert. Das war dann so, so wie man heute die Bären und die Menschen auch irgendwo wieder ansiedelt. Man hat so also Körper hierher gebracht und haben diese geistigen Körper gehabt, aber die waren natürlich in einem entsetzlich schlechten Zustand. Und dann baute sich die Kultur so allmählich wieder auf. Ist ja auch spaßig, ja. Man hat die Steinzeit und auf einmal geht's los in Sumeria und Babylon, also als hätten die Steinzeitler auf einmal die Ärmel hochgekrempelt und los ging's, ja. Aber das geht ja nur dadurch, dass von außen Impulse gekommen sind. Und diese Impulse haben dann als erstes versucht, das alte Atlantis wiederherzustellen, weil was haben sie gebaut? Pyramiden. In Mittelamerika die Pyramiden, in Bosnien die Pyramiden, überall, das sind ja neue Pyramiden, das sind nicht die Ne, Steinzeit. so alt, ja. So neu, ja. So, dann hat man seine Heiligen hingestellt und seine religiösen Führer mit ihren Glitzerklamotten. Das heißt, man hat versucht, diese alte Welt wiederherzustellen. Und dann gab es auch magische Fähigkeiten. Und es gab, bis unsere amerikanischen Freunde und Verbündeten nach Hawaii kamen, gab es ja dort eine unheimlich hochstehende Hunakultur. Ja. All diese Dinge sind im Laufe der Jahrhunderte kaputt gegangen. Und jetzt sind wir dabei, uns zu vergiften. Also ich sehe da keinen Hochschwung, sondern ich sehe eine permanente Dramatisierung zu unserem eigenen Schaden. Die doch wunderbar in einen totalen Niedergang münden könnte, nein? Ja, aber wie du vorhin sagtest, es gibt Grund zur Hoffnung. Ja, Ja, wir, ja, es gibt drei Tendenzen. es ist so ein Wettlauf von verschiedenen Ja, Beteiligten, der, ganz genau. ja. Ja, ich meine, alles, was der Mensch je erfunden hatte, was man hätte positiv nutzen können, ob das das Papier ist oder das Schießpulver oder von mir aus auch die Atomkraft, das wurde immer verwendet zum Zwecke der Selbstzerstörung. Immer. Was ist das auf diesem Planeten? Ja, das ist Was ist das? die Dramatisierung des Atlantis geschehen ist. Du, das ist irrational. Du gibst jemanden schau, Ein bring dich Hammer? jetzt ein. Egal, ein Hammer und er schlägt einen anderen Kopf ein. So, Ah, bumm. pass auf, du bist im letzten Krieg oder in Vietnam bist du erschossen worden. Erschossen worden, also weißt du, Schießen ist Macht. Ja. Und jetzt kriegst du eine Knarre in die Hand und legst dich auf die Seite des Siegers, weil damals war der Sieger der mit der Knarre. Und jetzt willst du auch Sieger sein, gehst in eine Schule und schießt ein paar Leute tot. Das ist ein Automatismus. Das ist ganz grauenhaft. Aber so läuft es eben. Ist die Freiheit nicht zwischen Wahrnehmung und Reaktion, dass man eine Sekunde überdenkt und anders entscheidet? Warum? Du, es gibt genug Morde, wo der Mörder hinterher da steht und sagt, was habe ich getan? Ja, genau, typisch. Ja. Also ich frage mich dann, was ist das hier für ein Planet? Aber vielleicht führt uns das jetzt auch erstmal zu weit, ja. Du hast Also wahrscheinlich in der Tür geirrt. am Ende. Du hast in einem anderen Vortrag oder in einem anderen Interview, ich weiß es auch nicht mehr, ich habe mich relativ intensiv mit dir beschäftigt die letzte Zeit, hast du auch mal auf Bergbau hingewiesen? Ich glaube, du sagtest, dass man doch mal schauen sollte auf diesem Planeten, sieht man riesige Bergbauspuren. Ja? Was meinst du, meine Frage an dich, was meinst du, ist die Ressource auf diesem Planeten? Und was war die Ressource auf diesem Planeten? Und gibt es da einen Unterschied? Was berichten deine Leute? Ich verstehe deine Frage nicht. Ich weiß nicht, was das mit dem Bergbau ist. Ich komme da nicht drauf gerade. Hilf mir. Okay, gerne. Irgendwo
In der Mitte der USA gibt es Hügelverformungen, denen man heute nachsagt, dass sie aussehen wie riesige Bergbauspuren. Davon weiß ich aber nichts, das habe ich Ach nicht so, gesagt. dann habe ich dich am Ende verwechselt jetzt. Oh, das tut mir Nee, leid. das kommt nicht von mir. Das kommt nicht von dir. Dann habe ich dich verwechselt, tut mir leid. Ja, ich weiß, dass die, wir sprachen ja davon, dass wir hier eine importierte Waffen- und Kriegskultur Kultur. aufgepfropft bekommen haben. Und diese selbe Kultur interessiert sich auch ganz fürchterlich für Mineralien Ja, und komisch, ne? schürft eben gern. Und auch halt diese Ressourcen. Und das haben wir ja auch auf dem Mond vorhin gesagt. Ja, Stimmt, das stimmt, stimmt. Also bedeutet. komischerweise bei unseren RV-Sitzungen spielte Bergbau immer eine herausgehobene Rolle. Kann aber auch mit mir zusammenhängen, weil ich epigenetisch über Ahnenstrukturen sehr viele Bergarbeiter habe. Von daher war ich da auch immer ein bisschen skeptisch, weißt du? Nicht, dass ich da persönliche Dinge reinschleifen, Ich würde das nicht epigenetisch nennen, sondern transgenerational. okay. Was so im Schwang ist in einer Familie, wird als Mentaldatei weitergereicht. Wir haben viele Fälle, dass der Enkel halt oder der Urenkel die Kriegsgeschehnisse des Großvaters, Richtig. der Urgroßvaters durchläuft. Das ist aber nicht genetisch, sondern weil das Datenpaket weitergereicht wurde innerhalb der Familie. Na, in der Epigenetik, okay, spricht man halt davon, dass die erlebten Geschehnisse einer Generation dann von den Nachkommen eben bei den Nachkommen zur Verfügung stehen. Ja, egal Schon, wie man aber es jetzt betiteln, ja. das kannst du an den Genen kaum festmachen. Da müsste man ja ein Gen anschalten können, dann kommt ein Kriegserlebnis, ein anderes Gen, dann kommt ein anderes Erlebnis. Also ich wäre jetzt tatsächlich überfragt, ob der Mainstream sagt, Epigenetik lässt sich genetisch nachweisen oder er betitelt es nur so. Interessant finde ich, dass immer wieder die beiden Bücher Kriegskinder, Kriegsenkel ja genau das schildern. Wie wir heute, du kennst die oder ist dir ein Begriff? Ja. Mir bekannt, ja. Ich Ja, genau. habe es nicht Also ich finde, gelesen, aber es ist mir im Begriff, ja. naja, es ist genial, weil die Schicksale des Handelns der heutigen wird verglichen dann mit dem Geschehen, hauptsächlich dann im Zweiten Weltkrieg unserer Ahnen. Und dann erkennt man, dass zum Beispiel das stetige Umherreisen, keine Mitte finden, keinen Wohnort finden, hängt mit der Vertreibung, mit der Wohnungssuche, mit dem Nicht-Wurzeln können der Ahnen zusammen. Das sind faszinierende Geschichten, die da eine Rolle spielen. Ja. Und genau da treibst du dich auch rum. Kann ich voll unterschreiben. Also dass diese Kriege, die zwei großen Kriege haben im individuellen Leben von Leuten, die gar nicht dabei waren, Riesenspuren hinterlassen durch die Unglaublich. transgenerationale Verschränkung. Ich glaube, die haben auch, nehmen wir auch da mal wieder die materielle Welt und die ideelle. Wir haben die materielle so weit wieder aufgebaut, gucken uns um und sagen, ja, wir sind ja im Wohlstand. Und diese Ideen- und Energienwelt, die liegt nach wie vor vollkommen und die ist völlig unaufgearbeitet und liegt in Schutt und Asche, wie 45, ja. Ja, also um es poetisch auszudrücken, lauter leidende Seelen in einem angenehmen Wohlstand. Ja, was das Ganze auf eine gewisse Art fast wie eine antike Posse noch erbärmlicher macht. Ja, ich sehe, du hast einen Sinn für so. Ja, schön, gefällt mir. Du kennst bestimmt auch den Heinrich Kusch, der war ja auch schon beim Tarek, wo du ja auch schon warst, ne? Ich habe von ihm gehört, ich habe von ihm sehr viel erzählt bekommen, über ihn erzählt bekommen. Ich habe seinen Vortrag leider noch nicht hören können. Ich weiß Ist nur, wie. sehr interessant. Er beschreibt unter anderem nicht nur die Tunnel, sondern auch den niedergeschriebenen Kontakt in Kirchenbüchern mit drei innerirdischen Rassen, bevor man die Zugänge wieder verschüttete. Frage Ja. an dich, deine Sitzungspartner, haben die Ähnliches beschrieben oder etwas in der Art, dass es innerirdische Rassen sonst irgendetwas gibt? Nein, wie gesagt, auf die Hohlwelt warte ich immer noch. Da habe Ja, ich ich noch. wollte es noch mal rausarbeiten, ja. Okay. Okay. Ich habe eine Sitzung gehabt zum Untersberg. Kam das zum ersten Mal vor, unterirdische Gänge und mit unterirdischem Leben und Treiben.
Das ist aber alles. Und es war auch nur eine einzige Sitzung. Immerhin. Okay, ich konfrontiere dich Ich muss dazu kurz. sagen, dass die Sitzung, wie soll ich sagen, wir haben also sozusagen eine Großdatenbank, weil diese ganzen Sitzungsberichte, die sind ja als Dokumente, als Word-Dokumente vorhanden. Und wenn da irgendwas Aufsehenerregendes kommt, dann kriege ich das zugeschickt und das wird dann abgelegt. Von daher sehen wir halt, sind es nicht lauter Individuen, die da vor sich hinwurschteln, sondern dadurch, dass die Supervision gemacht wird, entsteht auch eine Kenntnisnahme bei anderen, was sehr klasse läuft. Ja, super spannend, was du da treibst. Das ist Wahnsinn. Ich bin nebenbei auch Hobby-Imker. Und als ich irgendwann einmal meine Bienen beräuberte, ich habe es auf meinem Kanal schon öfter erzählt, die jetzt auf meinem Kanal sind, bitte 2 Minuten vorspulen. Als ich die erntete, da gibt es immer oben eine Erntezarge, das geht dann in 10 Minuten, dass ich das Erwirtschaftete von denen von den letzten 6, 8 Wochen rausräubere. Da habe ich in so einer Art Meditation, habe ich vor mir einen Film ablaufen sehen, wie dieser Räuberungsprozess von mir jetzt als Wesenheit von außen, die eingreift in das Geschehen und in die Rhythmik des Bienenvolkes, des Staates, wie der jetzt von der jetzigen Bienengeneration erlebt wird, als Trauma erlebt wird, schockiert erlebt wird, der nächsten Generation erzählt wird, die erlebt ihn noch als Geschichte. Sie lebt es in Schulen, sie kriegt es erzählt, es ist noch wahr. Danach wird es verblasst etwas. Man hat es als Märchen, man hat es als Sagen. Du weißt schon die Richtung, ich verkürze jetzt stark. Nach 5 Generationen sind es alles Märchen von gestern, kaum mehr wahr, man erinnert sich auch nicht mehr dran. Lebt auch im Wohlstand. Das Land draußen nach dem langen Winter beginnt gerade wieder zu blühen, alles geht raus, besäuft sich an Pflanzennektar und dann komme ich wieder. Hast du Hinweise bei deinen Leuten, dass unsere Erde, dass wir gehalten werden, so ähnlich wie Bienen? Dass die Nein. Menschen gar nichts. Nein. Wir werden gefangen gehalten, Oh, aber nicht benutzt, so wie Bienen. Also ich habe dir ja erzählt, diese Traumaschicht um die Erde rum, diese ja, wie um die Orange herum, die Orangenschale. Und wenn du da jetzt durchgehst, dann wirst du natürlich, also als Wurm, dann wirst du natürlich von dem Orangensaft in der Schale tangiert. Und so geht es dir als geistigen Wesen, wenn du hier runterkommst und kommst durch die, dann teilt sich dir das alles mit. Und du kommst dann nicht mehr raus. Es sei denn, du bist so unbeeindruckt von diesem Erlebnis, dass es dich nicht tangiert und bringst es fertig. So sozusagen, wie manche Vögel es ja fertig bringen, durch einen Maschendrahtzaun zu fliegen. Ja? Also wenn du dich genau auf diesen Maschendrahtzaun einstellst, dann kommst du da durch. Ja? Aber wenn du einfach nur so darauf zufliegst, ein bisschen aufgeregt bist, dann klatschst du gegen die Maschen dran. Das heißt, es gibt durchaus eine Art, sich aus dieser Welt wieder zu verabschieden, wenn man in der Lage ist, die Schwingungsresonanz positiv umzusetzen und nach außen sich da durchzufiltern, quasi osmotisch, wenn du so willst. Und wenn du das nicht kannst und hier in Schreck und Panik, dann kommst du nicht raus. Und außerdem gibt es Patrouillenschiffe, wenn du hier runterkommst, die dafür sorgen, dass solche kleinen Helferlein wie du und ich nicht besonders weit kommen und die werden dann extra noch ein bisschen für Wirbelkurse in diesen gesamten Bilderwirbel reingeworfen werden. Wie Patrouillenschiffe, was meinst du jetzt? Physisch vorhanden, was meinst du? Ich meine physisch vorhandene Schiffe, die dafür abgestellt sind, hilfswütige Geistwesen abzufangen Ach so. und sagen wir mal, auf geistige andere Wege zu bringen, bevor man sie dann hier runter entlässt. Und dann
sind die schon nicht mehr so fit, wie sie vorher waren. Das ist aber nichts hier von wegen Förderungszone und wieder Das darf Rekultivierungsgebiet. man nicht. Das darf man natürlich nicht. Trotzdem, ja. Ah ja, okay, es sind ja Zustände wie hier auf der Erde. Man darf es nicht, aber es passiert trotzdem dann. Ne? Naja, wichtig ist, dass, schau, es geschah ein großes Verbrechen und das soll nicht rauskommen und deswegen muss verheimlicht werden. Und deswegen darf einer, der hier Licht ins Dunkel bringen will, nicht seinen Job machen. Ja. Also muss man dafür sorgen, dass er, wenn er erstmal drin ist, auch schön drin bleibt, wie der Fisch in der Röse. Ja, wie im Himmel, so auf Erden, Amen, ne? Ja. Ja, erinnert mich stark an die, ja. Also wir werden hier nicht in dem Sinn ausgenutzt, so wie wir als Landwirte die Kühe und Schafe und Bienen ausnutzen und Hühner, sondern wir werden hier einfach nur gehalten. Und natürlich, die Echsen und Grauen, die haben sich unsere schon bedient, um da an Material für die Fortpflanzung passen. Schon. Aber nicht die ganze Menschheit, sondern haben sie ein paar geholt, die sie brauchen. Aber das hört sich jetzt für mich erstmal ein bisschen unfertig an. Wir werden hier gehalten, wir kommen auch nicht raus. Man guckt, dass wir hier bleiben, aber wir haben keinen bis wenig Zweck. Das ist nicht die Handschrift, die mir hier Universum als Holographie, wenn wir hier was halten, hat es immer einen Zweck und einen Gewinn und einen Mehrwert für den Halter. Das, Das na. konnte ich bis, ich gebe dir recht, deine Logik gebe ich recht, aber ich konnte noch nie entdecken, dass hier mehr geschehen soll als Verstehe. Verstehe schon. Heimlichtuerei. Natürlich auch mit dem Ziel, dass durch die Traumatisierung diese Erde sich selbst vernichtet. Hatten wir ja vorhin drüber gesprochen. Ja, genau. Okay. Ja, ich gucke auch, dass ich die besten Fragen wenigstens noch unterbringe, weil wir haben ja schon ein bisschen auf dem Buckel, aber ich finde es wirklich wahnsinnig spannend und interessant mit dir und bin sicher, den Leuten geht es auch so. Die gucken gerne so lange nach hier zu, weil es spannend ist, ja. Okay. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass der einzige Weg raus hier der ist, dass man sich nicht weiter verfängt. Erinnert mich stark an fernöstliche Weisheiten, wieder dieser Weg der Mitte. Man lässt sich von nichts verlocken. Also diese ahrimanischen Kräfte, die uns hier an den Planeten oder ans Irdendasein ketten wollen, arbeiten ja meist mit Genuss und so weiter, ja, mit Verführung, was es eben so gibt. Das spiegelt sich auch bei deinen Sitzungen wieder. Das irdische Verfangen funktioniert über die Sinne, über den Genuss, über den Materialismus, über die Verführung. Da sind wir bei was Luziferianischen jetzt schon. Na, schau mal, wenn du jetzt stirbst, dann kennst du das tibetanische Totenbuch. Ja. Ja, die beschreiben das ja recht eindringlich. Da kannst du, solltest du aufpassen, dass du in Richtung Licht gehst, wobei es sein kann, dass sogar das eine Täuschung ist. Ja. Und du darfst keine Verführung unterliegen, sonst wirst du durch die Mangel genommen und kommst wieder runter. Weswegen ich Genau. übrigens mit den Nahtoderlebnissen auf absolut keinen guten Fuß stehe, weil das ist das Nichtgestatten von Selbstbestimmtheit. Da will einer gehen und dann kommt irgend so ein weiser Petrus und sagt, du hast gesündigt, du bist noch nicht so weit, du musst wieder da runter. Ich meine, das ist eine Unverschämtheit so und desgleichen. Da will einer weg und der darf nicht. Und das ist zum Beispiel so ein Haltemechanismus. Allerdings ein ganz, soll ich sagen, zuckersüßer. Aber was dir auch passieren kann, ist, dass du halt, wenn du jetzt tot bist und für dich das was Schreckliches ist, du dich verfängst mit allen möglichen traumatischen Feldern und dann wieder inkarnierst unter schlechteren Voraussetzungen als vorher. Oder dass du von irgendwelchen dämonischen Kräften aufgenommen und benutzt wirst, die auf so einen wie dich gerade gewartet haben. Und all diese Dinge hindern dich daran, dich durch diese Schicht hinauszufiltern in höhere, reinere geistige Welt.
Also da Was möchte ich passiert jetzt ist, wirklich auch die passiert. Leute warnen, die jetzt hier weit, entschuldige, wenn ich gerade so massiv bin, die Leute warnen, die sollen lieber ausmachen, weil ich weiß schon, in welche Richtung das jetzt tendieren wird. Das ist somit das Brutalste, was vielleicht wirklich auch Leute, die jetzt esoterisch und spirituell unterwegs sind, noch nicht gehört haben. Dann sollte man lieber ausmachen. Als ich das erste Mal mit ähnlichen Gedanken, wie du sie jetzt formulierst, wie ich sie gleich weiter ausführe, konfrontiert wurde, war das nächste halbe Jahr für mich gegessen. Ja. Weil ich finde, das ist wirklich das Brutalste, was man sich denken kann, wenn wir da jetzt weiterdenken, ja, und reden. Die geistige Welt ist keine Welt von Halleluja und Harmonie und Trompetenschall, sondern da gibt es, wie man weiß, auch Dämonen. Es gibt hier auf der Erde eine Voodoo-Kultur. Die Voodoo-Kultur wird praktiziert, sowas geht. Schwarzmagie ist möglich. Dazu braucht Natürlich. man keinen menschlichen Körper. Ich kann schwarzmagisch auch agieren ohne Körper. Es ist ja nur eine Frage von Absicht, die ich irgendwo hinrichte. Und böse Buben gibt es überall. Und wenn ich mich in dem Leben durch Meditation und ähnliche Methoden stärke, dann kann ich nach dem Leben vielleicht eine Reise antreten, die mich aus dieser Welt hinausführt, weil ich mir von niemandem ein Bein stellen lasse. Du hast tatsächlich ja, also lösungsorientiert, ohne dass wir es gesagt haben, sind wir mit dem tibetischen Totenbuch schon auf den Weg gekommen. Auch da musst du ja im Grunde den Weg der Durchlässigkeit finden, indem Ja. du genau auf die exakt richtige Frequenz oder Energie fokussierst. Dann kommst du hin. Kannst du aber nur, wenn du entsprechend weit, Genau. ja, gib mir das Wort. Fort. Entwachsen bist den Dingen. Entwachsen ist vielleicht gut. Oder sie überwunden hast. Oder Ja, du ich. brauchst eine Orientierung darüber, dass es Du brauchst eine überhaupt eine Orientierung. Alternative Du gibt. brauchst eine Orientierung. Exakt. Dann musst du daran arbeiten, dir diese Alternative zur Selbstverständlichkeit zu machen. Ich meine, es gibt zum Beispiel Leute, die gehen mit Begeisterung in Eiswasser rein. Ja, irrwitzig. Offenbar ist das für manche Menschen eine Alternative. Aber die haben sich im Lauf von viel Training daran gewöhnt, diese Alternative des Eiswassers wahrnehmen zu können. Und wenn du nicht drauf trainiert bist und fliegst ins Eiswasser, kriegst du eine Herzschlag und bist Genau, mausetot. Und so ist bumm. es auch mit dem Leben nach dem Tod. Du musst dich vorher darauf vorbereiten, dass du den Sprung nach dem Tod bewältigen kannst, ohne dran auszuflippen. Und dann hast du Chancen, hier rauszukommen. Ich würde es jetzt mal anders, also ja, ich würde es nur anders jetzt mal nochmal darstellen wollen und sagen, ganz platt, du musst den Code, die Frequenz oder das Passwort kennen. Und das ist aber jetzt kein, das ist eine Energie. Schon Punkt. verstanden. Ja, Okay. ja. Okay, wir verstehen uns. Ja, gut. Ich weiß, ich denke, ja, sehen wir dann. Eine Sache, die bei deinen Leuten riesig raumgreifend sein müsste, im Zusammenhang mit dem Sterben, wird von vielen immer, ich kenne es selbst aus eigener Erfahrung, auch von einem Licht beschrieben, das leuchtet, pulsiert, warm ist, voller Liebe. Du willst nur noch eins damit werden und da rein. Erste Frage, kennen deine Leute das? Zweite Frage, ist das Ding eine riesige Fliegenfalle? Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Nahtoderlebnis. Ja, ich hab Mit rückgegriffen, ja. dem Nahtoderlebnis. Ja. Die vielen, vielen, vielen Sterbeerlebnisse, jetzt natürlich aus vergangenen Leben, Sitzungspartner sitzt ja vor mir und ist lebendig, und erinnert sich an einen vergangenen Tod. Die haben das Muster, dass man aus dem Körper rausgeht, dass man den Körper von oben sieht, dass man vielleicht noch aus einer Sehnsucht heraus versucht, die Familie zu besuchen oder bei irgendwelchen lieben Leuten dabei zu bleiben. Aber dann merkt man, man kommt nicht an bei denen, die hören ja nicht, die sehen ja nicht und dann steht ein Entschweben nach oben weg und dann ist man irgendwann in einer grauen Suppe. In so einer Art Schein-Nirvana, wir nennen das Nirvana-Blasen. Man hängt dann in einer Zeitlosigkeit drin und dann entsteht aus nicht bekannten Gründen ein Zug, ein Impuls. Dann findet man sich auf einmal in der Nähe einer Schwangeren und geht da rein und dann guckt man auf die Uhr und sieht, es sind 3000 Jahre vergangen. Das heißt, da oben verging keine Zeit, weil Genau. man hat ja
keine Atmung, keinerlei Rhythmus, also nichts, ja, das ist grau. Und dann kann man vergleichen Todeszeitpunkt, Geburtszeitpunkt 3000 Jahre dazwischen oder 300 oder 50. Ist völlig unterschiedlich. Das heißt, und dann kann es sein, dass man auf dem Weg nach oben nicht in diese graue Zone gerät, sondern vielleicht in irgendeine Waschmaschine gerät, weil man da oben an diese Schicht drankommt und kriegt dann noch alle möglichen Mistbilder drauf und reinkarniert dann. Und in einigen seltenen Fällen geschieht nach dem Tod auch das, was die Nahtodler erleben, nämlich dass man in ein verlockendes Licht sich hingezogen fühlt. Und dass man von liebevollen Engeln begleitet wird und so eine Art Wellnesskur geführt wird, wo man dann eine Weile verweilen darf, bis man dann belehrt wird, dass man jetzt wieder runtergehen muss, weil man war ja sündig und dann geht es wieder von vorne los. Und die Zeit nach dem Tod kann also so oder so verlaufen. Die ist nicht immer mit dem Licht. Die kann auch anders verlaufen, über diese graue Zone oder über eine Verwirbelung. Wenn man dir und deinen Erfahrungen, deinen Schilderungen zuhört, fragt man sich, warum ist dieser Planet eine einzige Verführung und sorgt für so viel Boden? Warum werden wir gefangen gehalten? Warum gibt es hier diese arimanischen Kräfte? Warum werden wir bodenverhaftet? Was soll der ganze Zirkus? Habt ihr dazu irgendwas? Naja, es wurde, wie ich vorhin sagte, ein großes Verbrechen begangen und das soll vertuscht werden. Ah, das war, ah, so meintest du das. Okay. Also das Das Verbrechen ist die Haltung an sich. ja, ich meine, du escherst eine Stadt ein und dann schaust du, dass alle Mitwisser oder alle Entwicklungshelfer Ah, da okay, ich reingeraten und verstehe, machst ja. und da ist ein Zaun drumherum, da kommt keiner raus. Ach, das ist eine, verstehe ich das richtig? Das ist eine Geschichte. Die Ja. drei Planeten, der intergalaktische Krieg, die drei Planeten, die damals zerstört wurden. Und hier hat man jetzt noch den Rest der Wissenden und die dürfen nicht raus, sonst kriegen die anderen das ja mit. Und wenn da jetzt einer rein will und helfen will, ich meine, das Motiv hier reinzukommen, hier runterzukommen, ist nicht in der Regel nicht im Wissen, dass da unten was Furchtbares geschehen ist. Das ist ungefähr so, als würdest du nennen wir es mal jetzt, nach Syrien aufbrechen, um da zu helfen, ohne zu wissen, dass in Syrien je dieser Bürgerkrieg war. Verstehst du? Also du gehst dahin in einer Ahnungslosigkeit. Warum? Weil du, jetzt passt der Vergleich nicht mehr ganz. Also viele, die von draußen hier runterkommen, um hier zu helfen, sagen, von da unten gehen so fürchterliche Impulse aus, die tangieren uns auch. Das, was da an Schwingungen rüberkommt, das versaut das ganze geistige Universum. Wir müssen da unten für Frieden sorgen. Die wissen aber gar nicht, wie das zustande gekommen ist, sondern kommen dann hier runter und meinen, jetzt ohne Ironie, sie brauchen sich nur so ein bisschen an Händen halten, oder lauter so Engelchen, die sich so an Händen Ja, halten ich und weiß genau, helfen wovon du sich. redest. Und dann fängt die ganze Erde an zu glühen und zu jubeln und nichts wie Freude. Und Ich während wollte, das das ist so, geil. wenn es Ich muss mal reingrätschen. Könnte es sein, dass die Leute dir berichten? Ich wiederhole nochmal das Liebesbesoffen. Man ist ja durchtränkt von Liebe. Aufgrund dessen unterschätzt man seinen ganzen Auftrag. Auch pack lieber noch ein bisschen noch was drauf. Das Ganze gibt eine easy Mission. Denn dort bist du ja angebunden und kannst dir gar nicht vorstellen, dass das Ganze sonderlich schwer sein sollte. Und absolut siegesgewiss sowieso. Und das Ganze kommt dir vor wie ein kleines Spiel, was du mit einem Fingerschnippen erledigst. Und hier angekommen hast du es komplett vergessen. Und die Probleme sind 10.000 Mal größer, als sie dir davor erschienen. Kommt das hin? ja, du hast es wunderbar beschrieben, also besser kann Ja. ich es gar nicht sagen. Okay. Du wächst auf in einem
Nonnenkloster in Dänemark und bist ein reines Mägdelein. Und dann liest in der Zeitung, dass es in der Italien eine ganz böse Mafia gibt. Dann setzt sich in den Zug und denkst, man muss mit denen einfach nur mal nett reden. Wir machen das jetzt mal. Wir reden denen ins Gewissen und übermorgen Fahrschein. Die sollen schon mal den Tee aufsetzen. Das. Okay. Ja, ich denke, da brauchen wir nichts mehr zu sagen. Eine Frage nochmal, ich bleibe beharrlich. Könnte das Licht eine Fliegenfalle sein? Also Fliegenfalle im Sinne von, es lockt mit einem Honigtopf. Es lockt mit Liebe und. Ah, pass auf. Nein, nein, nein. Das Nee. lockt mit Schauder. Und man geht hin, um den Schauder zu Liebe zu verwandeln. Die kommen ja hier runter, weil hier keine Liebe ist, weil es hier schwarz ist. Das Licht, das ist ja der Todesausgang. Ach Hier. so. Ja, das ist eine Honigfalle, genau. Okay. Mit dem anderen YouTuber bin ich am Knobeln im Hintergrund. Woher kommt eigentlich diese vorinstallierte Sehnsucht bei uns? Warum dieser Drang zum Guten, diese Sucht, diese nach Liebe? Was ist da nach Schönheit, nach Ästhetik, währenddessen wir auf einem Planeten sind, der seit Jahrtausenden sich bekriegt? Was ist da los? Woher kommt dieser Dissens? Warum haben wir so eine Sehnsucht in uns? Was, da ist was faul. Kannst du da was zu beitragen? Na klar, Gut. weil die Urquelle, aus der wir kommen, so ist. Und das wissen wir. Und deswegen wollen wir alle hoch. Wir wollen alle besser werden. Wir wollen alle schöner, größer, heiliger. Ich meine, jeder will besser werden. Der Massenmörder, der heute 5 Leute gekillt hat, will morgen 15 Leute killen, weil damit die Statistik draufgeht. Der General will das gegnerische Land einnehmen. Dauernd will jeder besser werden, egal wie. Und das kann im ethischen Sinne wie im unethischen Sinne sein, aber irgendwann kriegst du dann hoffentlich die Kurve und versuchst dich als Wesen zu reinigen, um wieder nach oben zu kommen, wo du hergekommen bist. Gott, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, Gott ist die Liebe oder das Allbewusstsein, aus dem wir stammen, ist Liebe oder ist Allakzeptanz, ist reine Harmonie. Und daraus kommen wir und da wollen wir wieder hin. Und deswegen diese Sehnsucht. Dann Deswegen läuft. religiöse Exerzitien, deswegen gibt es einen Haufen Geld aus, um nach Indien zu fahren, in irgendwelchen Klostern zu schmachten und so weiter und so weiter. Dann läuft hier aber doch ein ganz schön perverser Zirkus, wenn du auf deinem Weg nach oben wieder aufgehalten wirst und retour geschickt wirst. Das ist ja, du sagst halt ein riesiges Verbrechen. Du Eine hast es sehr gesagt, ja. raffinierte Einrichtung, genau. Das ist doch für uns absolut ernüchternd, die wir hier gerade sind. Okay, was kannst du den Leuten dann mitgeben, was der beste, schnellste, effektivste, harmonischste Weg da raus ist aus diesem Dauerzirkus? Die 3M macht mehr Mindwalking. Die Sitzung nach 3 Stunden kongregiert in, okay, du meinst innere Klärungsarbeit damit. Ja, ich weil, wie wir vorhin sagten, wenn ich an mir arbeite und mich befreie, komme ich nicht umhin, andere zu befreien und diese ganze Sache auszudünnen. Und Ist doch seltsam, dass, wenn der Weg innere Klärungsarbeit ist, gerade jetzt in dieser Zeit wir in einer umgeben sind von Ablenkung, Fernsehen, TV, wir werden zugedröhnt, viele sagen, über Corona wird das Kronenchakra abgeschnitten und. Nie wurde Vergiftungen durch Lebensmittel und ich könnte jetzt lange reden, ja. ja, aber Ist doch dafür haben wir im komisch. Gegensatz zu früher viel mehr Zeit und werden viel älter. Wir können viel mehr machen, als frühere Generationen, die mit dem Erhalten ihres Körpers beschäftigt waren, machen konnten. Nach den Das letzten 3 Jahren, gab es Maßnahmen und Entscheidungen, wo viele nicht mehr so alt geworden sind, gell? Na komm, das geht vorbei. Das ist ja keine große Sache gewesen.
Wir sind immer noch 9 Milliarden und steigen. Ja, okay. Ja, ja gut. Ja, Und ich habe tatsächlich für meine Dezember-Fragesendung jetzt ein E-Mail auch bekommen, so, Frank, bitte sag mir, wie viele Menschen sind wir auf der Erde, wie viele Nahrungsmittel und so weiter gibt es? Ich musste ihm sagen, ich kann dir das nicht sicher beantworten. nur das ist alles kein Thema. Es gibt für alles Alternativpläne. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der in der alternativen Landwirtschaft ist, der sagt, wenn man das alles richtig macht, bräuchte man 10% weniger Ackerland und so weiter und so weiter. Es gibt für alles Auswege. Man muss nur aufhören mit der Dramatisiererei, mit dieser Irrationalität. Das Okay, ist das cool. Wesentliche. Weißt du, die Besonderheit von Mindwalking ist halt, dass man sich nicht allein auf diesen direkten Bezug nach oben konzentriert, wie das in Asien üblich ist, nennen wir es mal den Nirvana-Bezug, sondern dass wir eigentlich überlegen, wie kann ich mehr aus mir machen? Und dadurch kommen wir an hindernde Kräfte und indem wir die befreien, befreien wir uns selbst. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das nur möglich ist oder würdigend muss man sagen, dass das nur möglich ist, weil Jahrtausende von Meditation und Gebet die Luft schon mal so weit geklärt haben, dass wir jetzt an diese Sachen drankommen können, an die wir drankommen. Denn die Luft war, und das weiß ich aus meiner eigenen Mindwalking-Erfahrung über 40 Jahre, die Luft war bis selbst vor 40 Jahren noch bedeutend dicker, als sie heute ist. Heute kommen Leute in eine Sitzung und erleben innerhalb von 12 Stunden Sachen, da wäre ich nicht mal drauf gekommen vor Ja, 40 es ist so, es ist so. Mir ist das Ganze tatsächlich anhand von einem ganz kleinen Beispiel jetzt dieser Tage bewusst geworden, wo ich eine Werbung gesehen habe aus den 70ern für Schokocreme. Da wurde von einem Mann in Weiß so viel Stuss erzählt, das würde heute nicht mehr gehen. Von wegen lebensnotwendige Stoffe und gesund für das Wachstum deines Kindes, so zusammengesetzt an dem Glas, ja. Und da dachte ich mir, da hat das Kollektiv gelernt. Das geht heute nicht mehr. Also wir bearbeiten heute es geht langsam, aber es geht voran. Ja, da sind wir dabei wieder, ja. Eins nachgeliefert noch zu dir. Eine Bemerkung, der Mainstream wie die Alternativszene tun allerdings genau das dauernd. Sie dramatisieren. Und zwar alles, ständig. Ja. Also wir sind in einer Schleife der Dramatisierung, wäre die Frage, warum geschieht dies? Vielleicht auch wieder als arimanisch wirkende Kräfte, um hier immer wieder Bodenhaftung, Bodenverhaftung reinzubringen, ja. Naja, die Grundproblematik liegt in einer Win-Lose-Tendenz. Wir arbeiten nicht in Richtung Win-Win, das würde Demut erfordern und dass man sich selbst zurückstellt. Wir arbeiten auf Win-Lose oder zumindest auf I'm the Greatest. Ja. Und dadurch entstehen natürlich schon wieder Spannungen und Rechthaberei und der ganze Krempel. Wäre man bescheiden und demütig und sich würde sich dem unterordnen, so wie es der Daoismus so wunderbar beschreibt, dass du einfach dem unterordnest, was ist, und das Richtige im richtigen Moment machst und keinem fällt es auf, dann hätten wir ein leichtes Spiel. Aber in dem Moment, wo jeder mit seinem eigenen Ego rumprotzen muss, kann es nur schief gehen. Woher kommt Also das? Woher kommt diese Kultur? Diese Kultur des Stärkeren, die in der Schule, im Sport, in der Arena, in der Spaltung, woher kommt die? weil wir also das ist typisch für ein Trauma. Du identifizierst dich mit dem Gewinner. Und der große Gewinner damals bei der Atlantis-Katastrophe, den kennen wir aus dem Film Star Wars, ja, dieser Schnatter Wahnsinn. da mit dem komischen Helm. Mit dem identifiziert man sich. Dann gibst du gerade, ich bin etwas außerhalb unseres Gebietes, gibst du gerade einen Hinweis darauf, dass wir als Deutsche in unserer Kultur ein kollektives Trauma haben, denn wir identifizieren uns nicht mit unserer Geschichte, sondern mit dem Gewinner, in dem Fall mit Amerika. Ja, Okay. zumindest war das die ersten 70 Jahre nach dem Krieg der Fall. Ja, es mag 2001, der 9-11 mag so ein Wendepunkt gewesen sein, wo der liebe Ami Stück für Stück abgebaut wurde. Ja. So also habe ich es zumindest empfunden. Boah. Ich denke, Ja. wir könnten mal zu einem Ende kommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir sind auch so weit am Ende.
Ich danke dir für ein Bombengespräch. Ich habe es als sehr, sehr toll empfunden. Ich hoffe, dir ging das annähernd auch so, dass dein Ich habe, Hinweis, ja. du, ich muss dir ein Kompliment machen. Ich habe noch nie so viele schöne Fragen erlebt, die mich so schön gezwiebelt haben wie deine. Das war richtig gut. Dankeschön, freut mich sehr. Ich habe dir ja schon im Vorgespräch gesagt, es wird auch für dich interessant, schon, ja. Ich wollte abgleichen, was in Remote Viewing bearbeitet wurde, was du erlebt hast, weil sehr vieles, was ich bei dir gehört habe in den Vorträgen, es hat mich tief bewegt und in deinen Interviews gleich war. Und da, dann weiß ich, da ist was dran. Du hast mich auch mit dem, was du sagst, hast du tief in mir etwas erreicht, wo ich sage, der Mann spricht Wahrheit. Also wenn du von, und da möchte ich jetzt nochmal drauf kurz reingehen, weil ich weiß, es ist auch zentral bei dir. Wenn du sagst, hier wirkt ein Trauma auf diesem Planeten, hier ist ein Energiegürtel von Trauma. Wir leben in Geistfeldern von aufgestapeltem Trauma. Dann, wir kommen hierher als Geistwesen in bester Absicht und werden dann eingefangen. Dann weiß ich, du sprichst wahr. Das habe ich als Widerhall in mir drinnen. Ja. Und deswegen ist das heute ein bisschen ausführlicher, vielleicht bis zur Müdigkeitsgrenze. Dann eben auch geworden. Aber ich glaube, es war es wert. Ich habe es sehr genossen, das Gespräch mit dir. Ich fand es sehr schön. Ebenfalls, ich danke dir. Ich danke dir für deine Geduld und dein Beharrungsvermögen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss und sagen Tschüss. Machen wir Schluss und sagen Tschüss. Jawohl. Machen wir Schluss und sagen Tschüss.